schönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die eine spannende, eine interessante Sendung zu werden verspricht, wenn ich mich hier mal umschaue. Tolle Gäste, die wir heute bei uns haben. Selten hat ein Auftritt so viele Reaktionen ausgelöst wie der von Ernst Prost vor kurzem in unserer Sendung. Ein Zuschauer hat uns geschrieben, wenn Sie eine Partei hatten, also wenn Herr Prost eine Partei hätte, dann würde ich eintreten. Prost hat es vom Automechaniker zum millionenschweren Unternehmer gebracht. Und wir wollen wissen, wer ist dieser Mann, der kleinen Leuten hilft, wenn sie ihren Kredit nicht mehr abgestottert kriegen, weil die Bank 18% Zinsen will, der die Reichensteuer gut findet und Steuerflüchtlinge unerträglich und der einen Aufstand der Anständigen fordert. Herzlich willkommen, Herr Prost. Schön, dass Sie da sind. Ja, und die große Frage ist, wohin ist dieser Aufstand der Anständigen eigentlich geflüchtet? Liegt er möglicherweise gebündelt in der Schweiz? Darüber wollen wir heute mit einem reden, der es wissen muss. Als Schüler fing er an, Aktien zu kaufen. Und wenn es daneben ging, musste er in Lagerhallen Regale einräumen, um die Verluste wieder wettzumachen. Herzlich willkommen dem Bestsellerautor und Börsenprofi Mr. DAX, Dirk Müller. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, und noch einer, der sich mit Geld ausgesprochen gut auskennt. Als Kind lief er zweimal pro Stunde mit einem Hut durch die Menge, um Geld für seine Familie einzusammeln. Vielleicht war es die harte Schule auf der Straße, die ihn später als Sportler so zäh gemacht hat. Bei einem Lauf in der kalifornischen Wüste pinkelte er nur noch Blut. Bei einem Lauf durch die marokkanische Wüste wollte ihn eine junge Frau plötzlich heiraten. Beides war ihm relativ unheimlich. Doch der Lauf seines Lebens führte quer durch Deutschland. 900 Kilometer, kaum Wasser, noch weniger Essen. Zitat, ich habe gelernt, selbst dann noch weiter zu laufen, wenn der Körper vor Hunger nicht mehr kann und längst aufgegeben hat. Das ist ein unfassbarer Sieg über mich selbst. Darüber hat er ein tolles Buch geschrieben und ich freue mich, dass er da ist. Ein echter Freund. Hier ist Joey Kelly. Joey, schön, dass du da bist. Ja. Und die große Frage ist, können wir das eigentlich alle über uns hinauswachsen? Sie sagt ja, mit Eiter im Fuß, mit wahnsinnigen Schmerzen, vor allem aber mit 70 Jahren ist sie gerade einen Ultramarathon gelaufen, vom Schwarzwald bis zum Brandenburger Tor in 13 Tagen fast 800 Kilometer. Sie sagt, ich habe 4 Schrauben im Rücken, 2 im Bein, aber keine im Kopf. Herzlich willkommen, Sigrid Aigner. Schön, dass Sie da sind. Später bei uns in der Sendung begrüßen wir Andrea Berg mit einem ihrer seltenen Interviews. Auch darauf freuen wir uns zunächst. Aber direkt die Frage an Herrn Prost. Heute der griechische Premier Papandreou vor dem BDI gesprochen. Was würden Sie den Griechen als mittelständischer Unternehmer raten, um zu sagen, so kommt ihr raus aus der Misere? Was ist notwendig aus Ihrer Sicht? Nun, ich denke, es ist keine griechische Misere, sondern es ist eine europäische Misere. Aus meiner Sicht wird Europa, die Länder, die Völker, die Nationen werden angegriffen von diesen sogenannten Finanzmärkten. Mhm. Dahinter stecken aus meiner Sicht Spekulanten, Zocker an den Börsen, Geldgangster, Finanzterroristen, Sie haben es richtig gehört, so sehe ich diese Gruppe von Menschen und von Institutionen, von Banken, von Investmentbankern, die diese Welt erpressen, die diese Staaten in Geiselhaft genommen haben, die unseren Politikern diktieren, wo es lang geht. Das heißt, egal ob Frau Merkel oder Herr Schäuble oder Herr Oettinger, alle bemühen sich, diese Märkte zu beruhigen durch verschiedene Maßnahmen. Sie sind alle dabei, vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen, um die Märkte wieder wohlgestimmt zu machen. Es müsste das Gegenteil sein. Unsere Politiker, wir, die Völker, müssten hergehen und sagen, jetzt ist Schluss mit diesem Gezocke, jetzt ist Schluss mit Spekulieren auf Kosten der Nationen, auf Kosten der Arbeit, auf Kosten der Unternehmer. Ich höre jetzt auf damit. Ganz interessant. Dirk Müller ist bei uns. Dirk, es gibt ein
Eine aktuelle Studie der Uni St. Gallen, die hat Folgendes herausgefunden. Börsenmakler tun alles, um erfolgreicher zu sein als ihre Konkurrenten. Und im Vergleich zu Psychopathen sind sie deutlich rücksichtsloser. Fühlen Sie sich betroffen? Nein, ich fühle mich da gar nicht von betroffen, weil die Finanzwelt hat ja nur ganz unterschiedliche Modelle, ganz unterschiedliche Bereiche. Und den Bereich, für den ich stehe, für den ich mich stark mache, das ist der, der für die reale Wirtschaft als Dienstleister dient und nicht das, was Ernst Groß zu Recht anprangert, diese überbordende Spekulation. Also von daher, es gibt diese beiden Welten und man muss sie ganz klar voneinander trennen und man muss diesen spekulativen Anteil, der viel zu mächtig geworden ist, wieder auf sein gesundes Maß zurückstumpfen und dazu sind harte Messer notwendig. Nochmal zurück zu diesem Zitat. Die sagen tatsächlich, die sind skrupelloser als Psychopathen. Menschen, die wirklich Böses im Schilde führen. Das ist die Uni St. Gallen, ist nicht irgendwer. Geht es so hart, geht es so rau zu? Kennen Sie Menschen, die wirklich über Leichen gehen für ein bisschen Kohle? Also ich kenne in der Tat, kenne ich einige aus diesem Bereich oder sind mir im Laufe der Zeit begegnet, wo du sagst, das kann nicht sein, die ihren eigenen Freund belügen, über den Tisch ziehen, der auf der anderen Seite bei einem Unternehmen arbeitet, nur um den Umsatz zu machen. Das sind Dinge, die konnte ich mir nicht vorstellen, aber das sind ganz offen gestanden, das sind Ausnahmen. Das sind wirklich Ausnahmen, diese Typen, die gibt's, aber das ist nicht die Masse der Händler. Und aber wenn ich die Studie von St. Gallen, soweit ich sie gesehen habe, ging es da um ein Spiel und da haben die gegeneinander gespielt. Klar, Leute, die in diesem Finanzsystem, die Händler dort sind, das sind Leute, die sehr schnell Entscheidungen, sehr große Risiken eingehen müssen, die können. Und in so einem Spiel gehen die natürlich aggressiver vor als jemand, der locker abwägt. Und dann hat es diesen Anschein. Die Leute gibt's, aber es ist nicht die Mehrheit. Wenn Sie sagen, das ist sozusagen nur die berühmte Ausnahme, dann muss man mal konstatieren oder konzidieren auch, dass wir eine Menge Probleme dafür haben, dafür, dass es angeblich so wenige sind. Ich habe jetzt gerade dieser Tage gelesen, Herr Prost, dass griechische Vermögende, griechische Reiche es geschafft haben, in den letzten Monaten an die 600 Milliarden Euro von Griechenland auf Schweizer Bankkonten zu transferieren. Deutschland sagt, wir müssen denen helfen. Auf der anderen Seite haben die gerade mal 300 Milliarden Euro Schulden. Das könnten die eigentlich selbst erledigen. Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Nun hat Griechenland sicher eigene Probleme kreiert durch unzulässige Machenschaften im Land selbst. Aber dennoch besteht die größere Problematik darin, dass nicht nur gegen Griechenland gewettet wird, sondern gegen Währungen gewettet wird. Damit wird gewettet gegen den Konkurs von Staaten. Man wettet auf den Bankrott eines Unternehmens oder auf den Bankrott von Staaten. Dadurch wird sehr viel Geld verdient. Wir haben in der Welt einige Billionen Dollar und Euro, die nach Anlage suchen, die nach hoher Profitabilität schreien. Das sind auch nicht nur einzelne Menschen, sondern das sind Institutionen, die nichts anderes tun. Das ist ein Finanzsystem. Damit kann man durch leistungsloses und anstrengungsloses Zocken und Gambeln sehr viel Geld verdienen. Das ist natürlich interessanter, wenn die Arbeit zu gehen, in einem Unternehmen zu schaffen, unternehmerisches Risiko auf sich zu nehmen und den ganzen Tag zu malochen. Können Sie mal ein Beispiel machen? Können Sie es mal konkret runterbrechen? Der Herr Müller hat sich sein Geld mitverdient mit diesen Anlageformen, aber Sie bekommen jeden Tag, auch ich in der Firma, Prospekte von deutschen Banken, von Investmentbankern, die mir empfehlen, das Geld in die Schweiz zu bringen oder auf steigende Lebensmittelpreise zu wetten. Eine höchst unanständige Angelegenheit, denn es sterben Menschen, weil Lebensmittelpreise anziehen, teuer werden. Rohstoffpreise, das haben wir jetzt in diesen Tagen erlebt, ziehen an, werden, da fallen nicht die Kurse oder steigen nicht die Kurse. Diese Kurse werden gedrückt oder künstlich nach oben gehoben durch diese Billionen von Anlagevermögen, von Geldern, die um die Welt herum zigeunern und einfach nach großer Rendite schreien. Und das ist auch geschuldet diesem verfluchten System des Geldes und des Zinses. Wenn wir heute nur Geld geben würden, der das Geld sinnvoll anlegt, in Produktivvermögen, in neue Unternehmen, in Arbeitsplätze, dann würde Geld sinnvoll wirtschaften. Jetzt. Aber Geld erzeugt nur noch mehr Geld, wenn die Banken, die Investmentbanker nichts anderes tun, als dieses Geld anzulegen. Jetzt sagen Sie, gibt es Beispiele ohne Ende. Jetzt sagen Sie, dieses verfluchte Geld, es geht um Rendite. Wenn die mit diesen Prospekten kommen und mit diesen unanständigen Anlagevorschlägen, wie Sie sagen, welche Rendite versprechen Ihnen die? Was ist da drin? Schauen Sie, wenn Sie heute in der normalen Wirtschaft, Realwirtschaft arbeiten, dann haben Sie Renditen zwischen ein paar Prozent und vielleicht ein bisschen mehr. Das hält sich alles in Grenzen. Das große Geld kann man machen, wenn man heute an den Börsen spekuliert. Da wird der schnelle Euro gemacht, da wird dann eben auch mit dem Verlust der anderen Geld gemacht. Schauen Sie, jede Zinseinnahme, jeder Gewinn bedeutet auf der anderen Seite einen Zinsverlust. Also die Zinsen, die Sie bekommen, muss ein anderer bezahlen. Da ist die Spekulation mit begründet. Und an der Stelle wird es volkswirtschaftlich
zur Schweinerei, was da passiert. Da machen sich einige wenige sehr, sehr reich zu Lasten und auf Kosten anderer Menschen. Die anderen Menschen, das sind die Arbeiter, das sind die Unternehmer, das sind die Angestellten, das sind schlussendlich die Bürger eines Landes, die dann für diese Wettschulden der Banken gerade stehen müssen, mit Steuergeldern. Sie erinnern sich an 2008, da hatten wir eine Bankenkrise, wir haben mit unseren Steuergeldern diese Banken gerettet. Genau die gleichen Banken, die sich noch ein paar Milliarden Boni einziehen, wetten heute auf den Bankrott von Griechenland mit unseren Steuergeldern. Es ist auch das Geld der Staaten. Wo ist das Geld her? Die Liquidität der Banken kommt aus den Landesbanken. Das sind unsere Gelder. Das ist Volksvermögen, das hier verballert und verblödelt wird. Dirk Müller, wir wollen heute auch ein bisschen was verstehen über diese... Wir wollen heute, deswegen haben wir gesagt, wir holen uns mal zwei schlaue Männer, die uns das mal runterbrechen können, so dass wir, die wir nicht mit diesen Summen natürlich jonglieren können, dass wir das auch mal verstehen, was da passiert. Er hat gerade ein Stichwort genannt und sagte gerade Zinsen, Rendite. Sie bringen regelmäßig dieses interessante Beispiel über den Josefspfennig. Können Sie uns das noch einmal runterbrechen? Was bedeutet das in der Welt von heute? Das mache ich sehr gerne. Wenn wir diese Problematik verstanden haben, dann haben wir den Kern unseres Finanzsystems, unsere Problematik verstanden und dann können wir uns die Dinge außenrum viel leichter erklären. Dauert vielleicht eine Minute länger, aber ich glaube, es wäre wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Ich kann alles unterschreiben, was Herr Broos eben gesagt hat, passt perfekt. Und der Zins ist genau das große Problem. Alles Geld, was wir im Umlauf haben, ist Schuld. Geld entsteht in unserem System, indem jemand einen Kredit aufnimmt. Nur so entsteht Geld. Das bedeutet, allem Geld steht ein Kredit gegenüber und umgekehrt. Wenn Amerika 14 Billionen US-Dollar Schulden hat, der Staat, dann hat irgendjemand anders 14 Billionen Guthaben. Wenn Deutschland 42 Milliarden Zinsen jedes Jahr zahlt, bekommt irgendjemand anders 42 Milliarden Zinsen gutgeschrieben. Jetzt könnte man sagen, dann ist doch alles prima, weil das gleicht sich ja aus. Wir haben in Deutschland 2 Billionen Euro Schulden des Staates, offiziell. Und wir haben 5 Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte. So weit, so gut. Könnte man sagen, alles klasse. Läuft. Aber ja. Das Perfide an unserem System ist, dass sich dieses Geld im Laufe der Jahrzehnte bei ganz wenigen Menschen zusammenballt und die Masse der Menschen davon gar nichts hat. Von diesen 5 Billionen hat die Hälfte der Bundesdeutschen gar nichts. Unter 4%. Ja. Und die reichsten 10% haben den allergrößten Teil. Aber die Bürger, die Masse der Menschen, muss diese Zinsen erwirtschaften, erarbeiten. So wie Herr Broster sagt, in der Fabrik, in ihrem Job. Warum? Die eigenen Zinsen fürs eigene Geld, für die eigenen Schulden, die zahlt man sowieso, ist klar. Die des Staates... Ja, der Staat hat in Ihrem Namen ja jede Menge Geld aufgenommen. Für das bürgen Sie, deshalb sind Sie die Bürger. Und als... und als, und als Und als Bürger müssen Sie nicht nur bürgen, Sie müssen auch diese Zinsen jedes Jahr bezahlen über Ihre Steuern. Und die Zinsen des Unternehmens, wenn der Herr Broos Geld aufnimmt, um Fabriken zu bauen, um was zu produzieren, und er muss einen Kredit aufnehmen, ja, die Zinsen werden natürlich auf das Produkt umgerechnet. Also beim Einkauf zahlen Sie die Zinsen der Industrie mit. Wir zahlen immer mit? Für den Bürger spielt es gar keine Rolle, wo im System die Zinsen und die Schulden liegen. Er zahlt es immer. Und jetzt kommt es spannend. Solange der Bürger weniger Geld für sein eigenes Angelegtes bekommt, also auf der anderen Seite auf diesen Bereich zahlt, finanziert er das für die wenigen Superreichen. Und jetzt kann jeder mal durchrechnen, wie viel er im Laufe des Jahres bezahlt. Da kommt eine Menge zusammen. Und das kann man am Anfang problemlos tun, weil dieser Schuldenberg und damit die Zinslast im gesamten System relativ niedrig ist. Hinten raus geht das explosionsartig nach oben, so wie wir es momentan sehen. Die Schuldenberge explodieren. Das ist ja das Gefühl, das viele Menschen haben. Also einerseits hören wir ständig neue Wachstumsspitzenmeldungen. Absolut. Und du hast den Eindruck, Mensch, läuft. Und gleichzeitig haben immer mehr Menschen subjektiv das Gefühl, ganz genau was. Das läuft verkehrt. Ich habe immer weniger in der Tasche und es wird immer teurer. Genau, das ist der Punkt. Das heißt, die Leute müssen immer mehr von dem, was sie erarbeiten, abgeben für diese Zinsbelastung im gesamten System, das ganz wenige kassieren. Das wird immer schwieriger. Man muss drei Jobs annehmen, mehr arbeiten. Genau. Der Staat kürzt die Leistungen. Bis an den Punkt, an dem die Bürger, und der Staat steht dafür, nicht mehr können. Und dann kommt es seit Jahrhunderten, alle paar Jahrzehnte,
zu einem Kollaps des Systems. Die Bürger gehen auf die Straße wie in Griechenland. Mhm. Der Staat kann nicht mehr, der Staat muss die Pleite erklären. Und dann kommt es immer zu einer harten Umverteilung dieser Gelder von oben wieder an die Menschen nach unten. Das geht entweder über eine starke Inflation, über eine Währungsreform, über extreme Schulden, über extreme Steuerumverteilungen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir sind wieder am Ende dieses Zyklus angelangt und jetzt kommt dieser Umbruch von oben nach unten. Und es gibt dieses Beispiel, dieses Josefspfennig, den Sie zitiert haben, einmal bei uns in der Sendung. Das ist ein extrem eindrucksvolles Beispiel, wenn es darum geht zu verstehen, was der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins ist. Also wenn Josef für Jesus damals in Galiläa einen Eurocent angelegt hätte, vor 2000 Jahren in etwa, nach allem, was wir wissen. Was wäre dann passiert, wenn der sozusagen die Kohle einfach irgendwo vergessen hätte und das Ding hätte sich immer weiter vermehrt? Zins und Zinseszins. Machen wir doch mal die Frage ins Publikum. Fragen wir doch mal rum. Was würde passieren, wenn der Josef vor 2000 Jahren für seinen Sohn Jesus einen einzigen Eurocent angelegt hat? 5% Zinsen, 2000 Jahre und es verzinst sich jedes Jahr neu. Komm, Joey, auf. 1,2 Millionen Euro. Wieder 1,2 Millionen, sagt der. Frau Eichner, was bieten Sie? Keine Ahnung. Lassen Sie mal eine Zahl raus. Ein Eurocent. 4 Millionen, sagt Frau Eichner. Aber sind wir schon nah dran? Nicht ein Euro oder ein Eurocent? Ein Cent. Ein Cent, okay, dann 120.000. 120.000. Herr Prost, was glauben Sie? Also ich habe ja nur mittlere Reife in der Realschule. Wir haben ja damals noch die Exponentialrechnung gelernt. Ja, genau. Ja, sehr gut. Und da geht es natürlich richtig ab. Unser Lehrer hat es in Bayern immer so erklärt, da wo der Teufel hingeschissen hat, wird der Haufen automatisch immer größer. Ja, du kommst ganz genau. Hat der Lehrer recht. Das ist auch ein Zinseszinser eben. Ja. Wie viel ist es? Also, mit 120.000 Euro waren wir knapp dran. 195 Millionen Weltkugeln aus purem Gold. Nach den aktuellen Kursen. Die gesamte 195 Erde. Millionen Weltkugeln aus purem Gold. Wer es gerne wärmer hätte, 88.000 Sonnen. Die Zahlen, ich habe sie lange nicht durchgerechnet. Kommt ein paar Monde, je nach Wechselkurs. Moment, aber jetzt die Frage, was passiert, wenn du die Zinsen sozusagen jedes Jahr abhebst? Exakt. Fährst schön in jetzt Urlaub nach Judäa. Also Jesus fährt von Galiläa rüber nach Judäa, See Genezareth oder wohin auch immer. Macht ein bisschen frei und fährt wieder nach Hause. Und das ist nämlich die spannende Frage, weil... Obwohl ihr wusstet, es kommt eine große Zahl bei raus. Keiner konnte sich diese Dimension vorstellen. Weil wir sind nicht in der Lage, exponentiell zu denken. Das menschliche Gehirn kann das nicht. Wir sind darauf eingestellt, linear zu denken. Und wenn wir diese lineare Probe machen, was passiert, wenn der jedes Jahr den Zins abhebt? Er lässt den Cent stehen, der verzinst sich immer, aber jedes Jahr hebt er die Zinsen ab und legt es unter das Kopfkissen. Was kommt dann raus? 2000 Jahre später. 2000 Jahre später. Joey, Tipp? Ein einziger Euro. Nur ein Euro. Ein Euro, ja. Der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins ist ein Euro zu 195 Millionen Weltkugeln aus Gold auf 2000 Jahre. Und das, wenn man das verstanden hat, dann weiß man das Grundproblem unseres Wirtschaftssystems, warum das gar nicht unendlich funktionieren kann. Es muss immer wieder kollabieren oder zumindest ausgeglichen werden. So, jetzt reden wir über Zinsen. Wenn ich heute zu meiner Bank gehe und sage, ich habe da mal 1.000 Euro übrig, die würde ich jetzt gerne anlegen. Was geben die mir dafür? 1.000 Euro? Na gut, wie viel Prozent? Wenn man eine Bank hat, die vielleicht ein bisschen schnell Geld braucht oder viel Geld braucht, die zahlt vielleicht 2,5, 2,6%. Ja, wenn ich jetzt mein Dispo um 1.000 Euro überziehe, wie viel nehmen die an Zinsen? 15-17%. 16. Ja gut, ich meine, von irgendwas muss die Bank doch leben. Ja. Ja, aber... Das ist genau das, worüber wir sprechen. Herr Prost, wir haben eine, jetzt mal sozusagen von der geldtheoretischen Debatte mal runter ins konkrete Leben, weil das ja Auswirkungen hat. Sie haben eine Stiftung, in der Sie immer wieder mit genau den Auswüchsen, solcher Auswüchse wiederum konfrontiert werden. Beispiel, Sie haben mir irgendwann mal geschildert, einen Mann, der einen kleinen Kredit nicht mehr zurückzahlen konnte. Warum nicht? Naja, das ist nur ein Teil der Arbeit, die wir in unserer Stiftung erledigen. Die Stiftung habe ich gegründet und mit Leben erfüllt, damit wir einfach da helfen, wo alle staatlichen Systeme versagen, wo Menschen unverschuldet in Not geraten sind, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern eben aus gesundheitlichen Gründen, weil Menschen arbeitslos wurden, weil sie behindert wurden, alte Kranke, um diese Menschen kümmern wir uns. Das macht meine Kerstin und ich in der Stiftung. Und es ist einfach dann so eine Art Pflaster auf die Sünden der Wirtschaft, Pflaster auf die
Unzulässigkeiten und Unzulänglichkeiten unserer Gesellschaft, löst natürlich keine Probleme, aber hilft den Menschen, den wir einfach da mit unserem Geld... Das ist eine wunderschöne Geschichte. Vielleicht kann ich die mit einbringen. Ja. Ja, das ist vielleicht eine Geschichte, die was von manchen von uns angeht, weil mich beeindruckt das unglaublich, was Sie sagen, ich will nicht die Welt retten, kann ich gar nicht, aber jedem Einzelnen, dem ist geholfen. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte von einem kleinen Jungen, der am Strand steht und der was aufhebt und ins Meer wirft. Und da kommt ein Mann vorbei, sieht das und fragt ihn, was machst denn du da? Dann sagt er, hier sind so viele Seesterne, die sind alle angeschwemmt worden und die werden sterben, wenn ich sie nicht ins Meer werfe. Und der Mann lacht ihn aus und sagt, Mensch Junge, guck doch mal, da Strand, Kilometer lang, da liegen Millionen Seesterne, die kannst du nicht alle retten. Der Kleine guckt ihn an, wird ganz traurig, bückt sich, hebt einen auf, schmeißt ihn ins Meer und sagt, dem konnte ich helfen. Ja. Das ist so ein bisschen diese Idee. Deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen Sie noch mal einladen, weil wir mehr darüber wissen wollten. Es ist im Grunde diese Idee, dieses Bert Brecht-Ding. Ja? Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als ewig über die Dunkelheit zu klagen. Sie helfen Menschen, die teilweise mit welchen Problemen vor Ihnen stehen? Machen Sie es einmal konkret. Ich habe eben diesen Kredit angesprochen. Es gibt Menschen, denen hat der Herrgott wirklich nur übel mitgespielt. Da kommt ein Unglück zum anderen. Da gibt es einfach Menschen, die krank wurden, die haben Krebs. Da gibt es behinderte Kinder, da fehlt Geld hinten und vorne. Da ist eine Mutter, die ihre behinderten Kinder durchs Leben bringen will. Die wird zum Schluss selber krank, weil die Pflege eines behinderten Kindes ist nun mal anstrengend. Und da springen wir ein mit Geld und helfen. Es gibt einen jungen Mann, den unterstützen wir, um sein Studium ausführen zu können. Eben auch mit Geld. Es ist einfach immer wieder Geld nötig, das den Menschen fehlt, um ein vernünftiges, menschenwürdiges Leben führen zu können. Aber Sie haben da auch Menschen, darauf spiele ich an die ganze Zeit, auch Menschen, die sozusagen Opfer dieses völlig entfesselten Kapitalismus geworden sind. Menschen, die dann da stehen und sagen, ich kann meinen kleinen Kredit nicht mehr abstottern, weil die Bank von mir 18% Zinsen will. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die werden ein Opfer unserer ganzen wirtschaftlichen Machenschaften. Die sind diesen Finanzterroristen dann im Kleinen ausgeliefert. Die gehen zur Bank, überziehen ihr Konto, weil sie es halt nicht besser wissen, weil der Strom sonst abgestellt wird. Da haben wir heute früh erst wieder jemanden gehabt. Das ist eine Frau, die alleinstehend ist, Kinder aufziehen will. Und nun wird ihr halt, weil sie das Geld nicht hatte, um ihren Strom zu bezahlen, der Strom abgestellt. Und dann gibt man halt ein Geld. Das ist einfach so. Und mir geht's relativ gut. Ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben. Und jetzt darf ich geben und muss nicht mehr nur nehmen. Und das erfüllt meine Kerstin und mich mit großer Freude und Befriedigung. Das ist zum ersten Mal, dass ich auch spüre, wie Geld Sinn machen kann. Nicht indem man sich etwas kauft oder indem man Geld für sinnlose Dinge ausgibt, sondern indem man anderen Menschen einfach hilft. Das ist ein Akt der Nächstenliebe. Mhm. Das dient auch meiner persönlichen... Wissen Sie, ich möchte nicht als Arschloch sterben. Und darum tun wir das. Ich lebe eigentlich in zwei Welten. Auf der einen Seite diese Geschäftswelt, da ist sehr viel Glanz und Show dabei. Hinter den Kulissen schaut es oft ganz anders aus. Und auf der anderen Seite habe ich immer noch meine Füße auf dem Boden. Ich habe 550 Kolleginnen und Kollegen in der Firma. Da gibt es die gleichen Schicksalsschläge wie im normalen Leben auch. Mhm. Da gibt es einfach Not und Krankheit und Tod und finanzielle Probleme. Und da will ich helfen. Das ist auch nicht, weil ich die Welt verbessern will. Ich will nur etwas Leben verbessern von den Menschen, die es einfach nicht so gut erwischt haben in unserer Zeit. Wenn jetzt Frau Merkel anrufen würde und würde sagen, Herr Prost, ich brauche Ihre Hilfe. Haben Sie mal ein paar Ideen? Hat die Frau Merkel macht einen Fehler, die ruft immer den Herrn Ackermann an und fragt, was er macht. Und da kommen wir nochmal auf diese Verwirrungen in unserer Finanzwelt zurück. Da macht die Frau Merkel dann den Bock zum Gärtner. Denn der Ackermann mit seiner Deutschen Bank ist einer dieser Finanzakteure, der dazu beiträgt, dass in der Welt Arbeit nicht mehr ordentlich bezahlt wird, dass aber Spekulation, Geld anlegen über Zinsen und Zinseszinsen und Gewinne aus leistungsloser, anstrengungsloser Geldanlage besser honoriert wird, auch steuerlich nicht so belastet wird wie Arbeit. Wenn wir gescheit arbeiten, zahlen wir bis zu 45%. Wenn wir unsere Millionen für uns arbeiten lassen, dann zahlen wir nur 25% Abgeltungssteuer. Die Politik dient nur noch dem Kapital.
Die Politik dient nicht mehr den Arbeitern, nicht mehr dem Mittelstand und nicht mehr den Unternehmen. Entweder haben sich die Jungs und die Dame hier vereinnahmen lassen, stecken mit denen unter der Decke oder sind zu dumm zu erkennen, also, was hier vor sich geht. Was ist denn... Bevor wir gleich auch auf Frau Eichner einmal zu sprechen kommen, die auch sozusagen Opfer geworden ist der Dotcom-Blase in den Nullerjahren. Was sind denn die Ansätze? Was sind denn Ihre Lösungsansätze? Ist es die Reichensteuer, die viel diskutiert wird? Was ist es denn? Wir brauchen mehr staatliche Regulierung. Der Staat ist der Einzige. Sagen Sie als freier Unternehmer. Ja, selbstverständlich. Schauen Sie, wir haben die staatliche Regulierung der Finanzwelt aufgegeben. Mitte der 80er, Sie wissen das besser, der 90er Jahre. Man hat die Kapitalströme nicht mehr kontrolliert. Man hat die Börsenumsatzsteuer abgeschafft. Man hat die Abgeltungssteuer reduziert. Man hat die Vermögensteuer abgeschafft. Man wollte die Finanzplätze Frankfurt, London, New York stärken. Man hat der Finanzwelt Raum gegeben. Sämtliche Regulierung entfernt. Wenn wir heute in der Fabrik etwas tun, dann haben wir die Berufsgenossenschaft. Interessanterweise die rot-grüne Regierung, die das gemacht hat. Witzigerweise auch noch der Herr Schröder, in der Tat. Also ich warte ständig auf die Kavallerie der SPD, aber der Steinmeier macht ja auch nichts. Also ich meine, wir brauchen mehr staatlichen Einfluss, auch im Bankenwesen. Es kann doch nicht sein, dass die Finanzwelt, die Finanzwirtschaft, die ja mit unserem Geld arbeitet, mit unseren Steuergeldern, das ja gedruckt wird von den Landeszentralbanken, dass diese Banken und bankähnlichen Gebilde zocken, spielen und wir hinterher die Wettschulden übernehmen müssen mit unseren Bürgschaften. Das geht doch nicht. Aber nicht so wer außer dem Staat oder außer den Staaten weltweit, das muss auf internationaler Ebene geschehen, soll denn diese Finanzterroristen einfangen und wieder kontrollieren? Es müssen Produkte verboten werden, die heute an den Börsen gehandelt werden. Herr Müller, da stimmen Sie mir zu. Das sind gemeingefährliche Produkte, die da gehandelt werden. Beispiel, machen Sie es einmal konkret. Wetten auf Lebensmittel, Wetten auf steigende Rohstoffpreise, die ganze Industrie weltweit, nicht nur die gut lebende Deutsche. Habe ich neulich Rohstoffe, Öl, Kupfer, Gold, Wetten auf Silber. Den Tod amerikanischer Rentner. Darauf, das kenne ich jetzt nicht. Das wird immer schlimmer. Ja, ist ein Finanzprodukt. Vor Jahren hatten wir es ja schon in der Sendung gehabt, wo wir gegen die Spekulation mit Lebensmitteln uns ausgesprochen haben. Das gehört einfach schlichtweg verboten. Absolut, ja, das kann ein Unding. Das muss verboten werden. Genau, das kann doch nur die Regierungen. Das können doch nur die Regierungen machen. Wer denn sonst noch? Vollkommen richtig. Lass mich noch mal eins sagen. Und dann behaupten unsere Politiker immer, wir müssen also die Märkte beruhigen und Vertrauen schaffen. Und deshalb tun die alles dafür. Das ist wirklich, als ob sie ihren Geisel nehmen, um Hilfe bitten. Die Politiker müssten den Einhalt gebieten und sagen, wir haben ja starke eine europäische Zentralbank meinetwegen, die Geld drucken kann, die Finanzen und die Liquidität so weit zur Verfügung stellt. Denn wo wollen denn diese Banken, die Investmentbanken, ihr Geld anlegen? Sie haben es vorher richtig gesagt, die Schulden des einen sind die Vermögens- Werte und Einkommen des anderen, und die Werte des anderen. Wo wollen denn diese Investmentbanker ihr Geld ausleihen, wenn nicht mehr an Staaten? So, jetzt Herr Groß, wo wir Sie, wo dieses wir Sie Geld gerade, muss angelegt werden. Wo wir Sie hier sitzen haben. Sie sind sozusagen der Sprecher jetzt, sage ich mal, dieses viel zitierten deutschen Mittelstandes. Familienunternehmen, da geht es um Tradition, da geht es um Werte, da geht es um so altmodische Dinge wie Anstand. Ist das ein richtiges Bild oder ist es auch so, dass auch dieser berühmte Mittelstand beispielsweise sein Geld ähnlich wie der griechische Mittelstand gerne nach Liechtenstein, Schweiz, sonst wohin schafft und alles tut, um nicht in diesem Land versteuern zu müssen? Also die Steuermoral ist in Deutschland unter die Räder gekommen. Steuerhinterziehung, Steuerumgehung, Steuerschlupflöcher nützen ist Volkssport geworden. Das fängt bei der Schwarzarbeit an. Ich habe Ihnen das letzte Mal erzählt, dass mein Sohn Benjamin Maurer wurde. Der ist jetzt gerade einmal 14 Tage im Geschäft und erzählt mir schon, dass er schwarzarbeiten gehen könnte. Und denkt sich nicht einmal, was dabei ist. Das ist falsch, das ist schlecht, das ist nicht richtig, das ist kriminell. Und diese Steuermoral, dem Staat wieder geben, was der Staat braucht, um dieses Land zu steuern, muss wieder jeder freiwillig tun. Ich sagte Ihnen, Steuern ist keine Abgabe, keine Zwangsabgabe, sondern ist ein Beitrag, um unser Gemeinwohl aufrechtzuerhalten. Da geht es auch bei Europa zum Schluss schlichtweg um unsere Freiheit, um Frieden, keine Kriege, um Wohlstand, um Bürgersinn und um einen Wohlstand, den wir in Europa und noch nie hatten. Auch um Solidarität, um Loyalität. Ja, aber Frage in die Runde, wie,
Wie schaffen wir das? Also ist es die berühmte Reichensteuer, Joey? Wie stehst du zu einer Debatte wie der Reichensteuer? Weißt du, dass du immer jemand warst, der sich auch um die finanziellen Belange deiner Familie sehr gekümmert hat? Hast du insofern eine große Nähe zu zahlen? Wie siehst du das mit der Reichensteuer? Wäre das etwas, von dem du sagst, ich bin bereit zu zahlen? Ich zahle viel. Ne? Und ich arbeite sehr hart. Das heißt, ich gehe einen Tag arbeiten für die Steuern und einen Tag für mich. Ne? Ja. Und, aber machen wir alle so. Ja, aber ich lebe trotzdem gerne in Deutschland und lebe nicht in der Schweiz und zahle auch gerne meine Steuern, weil ich halt in Deutschland halt sehr gerne lebe und die Möglichkeit habe. Und seit 20 Jahren bin ich selbstständig. Und es ist, wenn man hört, okay, Reichensteuer noch mehr zahlen, dann gehöre ich dazu. Wenn das so ist. Wärst du dabei? Ja, wenn es sein müsste, dann mache ich das, ja. Aber ich glaube, dass ich auch jemand bin, der zumindest mir nichts zu Schulden gebracht hat. In die letzten 20, ich habe 10 Jahre das Unternehmen der Familie geführt. Mhm. Und wir haben wie jedes Unternehmen Steuerprüfungen gehabt und wir haben keine Probleme gehabt. Und ich als Selbstständiger halt, ja, steuere immer halt mein ganzes Einkommen und es ist okay, es ist gut. Auf der anderen Seite können natürlich Menschen auf einem bestimmten Niveau dann und da reden wir über Millionen, können natürlich sehr schnell und sehr leicht sagen, naja gut, dann das, was Joey eben kurz angedeutet hat, dann transferiere ich eben meinen Wohnsitz und wohne ab sofort in Monaco, Schweiz, was alles da so im Raume steht. Also das ist ja nicht die Lösung. Wie kriegen wir die dazu, die Steuermoral zu verbessern? Wie machen wir das? Also mir ist immer ein Rätsel, ich sage das jetzt mal so offen, wie ich es mir denke, wenn Formel-1-Rennen sind, und der Herr Schumacher gewinnt oder der Herr Vettel gewinnt, dass dann die deutsche Nationalhymne gespielt wird und nicht die schweizerische. Denn die Jungs wohnen entweder in der Schweiz oder in Monaco. Es kann ja jeder wohnen, wo er will, aber ich meine schon, dass es schon auch irgendwo zur Liebe zum eigenen Land gehört, dass man ja auch nützt. Wir haben ja unser Geld, unser Vermögen auch diesem Land zu verdanken, den Menschen, die hier arbeiten, die diese Infrastruktur aufrechterhalten, den Polizisten, dem Schaffner. Es läuft ja hier alles sehr gut und sehr rund in Deutschland. Das bekommt man nicht umsonst, dafür muss man Steuer bezahlen. Auch Frieden muss man erhalten mit Steuergeldern, auch Wohlstand. Und eben die soziale Gerechtigkeit kann man auch nur mit Geld herstellen. Wer soll denn jetzt dieses Geld bezahlen, wenn nicht die Reichen, die Einkommensstarken? Und man hat in den letzten Jahren, das wissen alle, die hier zugucken und im Raum sitzen, man hat in den letzten Jahren die Steuern für die Einkommensstarken und für die Vermögenden reduziert, en masse und en bloc. Man hat die Vermögensteuer auf Eis gelegt, man hat den Spitzensteuersatz reduziert, der schon mal weit über 50% war, jetzt liegt er bei 43%. Also man hat Steuererleichterungen auch noch für die eingeführt, die durchaus in der Lage wären und auch freiwillig bereit sind, soweit ich das aus meinem persönlichen Umfeld entnehmen kann, mehr Steuern zu bezahlen, dass wir hier wieder einen sauberen Laden kriegen in Deutschland und in Europa. Das ich bin vollkommen dabei. Das sollte man sich überlegen, ob man tatsächlich nicht drauf geht, wie es andere Staaten auch machen. Ich glaube, Amerika macht das so ähnlich, dass es die Steuer an der Nationalität angekoppelt ist, an der Staatsbürgerschaft angekoppelt ist. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber ich glaube, was wir direkt machen sollten und müssten, wäre, und das haben Sie eingangs gesagt, wir zahlen viel, viel mehr Steuern für die Arbeit, die wir im Alltag erbringen. Die Arbeiten gehen, die Angestellten, die Arbeiter zahlen bis zu 50% und die Abgaben, was alles dazu kommt. Und die Zinseinkünfte, die praktisch risikofrei sind oder egal, ob die Wirtschaft läuft oder nicht, ich bekomme meine Zinsen, die zahlen nur 25%. Das kann nicht sein. Und man sollte doch viel mehr, wenn jemand Eigenkapital gibt, wenn jemand sich an einem Unternehmen beteiligt, nehmen wir an, Joey, du hast eine Firma, ich beteilige mich dabei. Ich sage, komm, hier hast du jetzt 20.000 Euro. Wenn das gut läuft, bin ich dabei. Wenn du nächstes Jahr kein Geld verdienst, wenn die Firma miese macht, kriege ich auch keine Erträge daraus. Mhm. Das ist klar. Richtig. Ja, habe ich dir aber ein Darlehen gegeben über 20.000 Euro und wir haben 10% oder 5% Zinsen vereinbart, ist mir das vollkommen egal, ob du nächstes Jahr Gewinn oder Verlust machst. Ich kriege mein Geld. Ich kriege meine Zinsen und meinen Gewinn. Der Staat hat letztes Jahr, oder 2009, hatten wir einen massiven Konjunktureinbruch, 2008, 2009, für um die 5%. Und trotzdem, obwohl die ganze Wirtschaft geschrumpft ist, haben alle die Anleihen hatten, trotzdem ihre Ausschüttung bekommen. Das kann nicht sein. Und deshalb müsste doch dieses Einkommen sogar noch höher besteuert werden, als dieses Einkommen, was man in Unternehmen investiert oder was man aus Arbeit erwirtschaftet. Diese Zinseinkünfte, das ist das Größte für diese wenigen, die so viel Geld haben. Das sind die höchsten Einkünfte. Wir reden über diese berühmte Finanzmarkttransaktionssteuer. Ja, zum Beispiel. Mhm.
Markus, letzter Satz dazu, weil wir sonst zeitlich aus dem Ruder laufen. Es ist schon notwendig, dass es Geld gibt. Es ist auch notwendig, dass es Zinsen gibt. Aber bitte nur eben für Kapital, das man einsetzt, um Produktivvermögen herzustellen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Unternehmen am Leben zu halten. Mhm. Aber nicht einfach nur, damit Geld, neues Geld gebiert. Entscheidend ist doch, glaube ich, auch, dass wir Arbeitsplätze schaffen in diesen Ländern. Wir haben heute in Griechenland über 20% Arbeitslose. Bei den jungen Leuten sind es 40% Arbeitslose. Dasselbe in Spanien. Wären Sie bereit, wir haben Griechenland auch erschossen und hingerichtet durch unsere Sparappelle. Absolut. Da macht man die Wirtschaft eher kaputt, wenn man dann noch die Arbeitsplätze ruiniert, weil Arbeitslose keine Steuern zahlen. Absolut. Das war auch falsch, was wir in dieser Griechenland-Situation gemacht haben. Wir haben 2008 hierzulande genau das Gegenteil davon gemacht. Als es eng wurde, haben wir gesagt, wir müssen jetzt die Konjunktur beleben und haben wahnsinnige Programme aufgenommen. Wir haben unseren Leuten gesagt, es wäre die Katastrophe, wenn wir in diese Krise hineinsparen würden. Wir müssen jetzt Konjunkturpakete auflegen, Abwrackprämie, Sie erinnern sich noch. Ja? Wir haben uns verschuldet, um die Konjunktur anzuschieben, weil es wäre die Katastrophe, in die Krise hineinzusparen. Mhm. Die Griechen zwingen wir genau das zu tun, in die größte Wirtschaftskrise ihrer Geschichte hineinzusparen. Das führt in die Katastrophe. Wir hatten das in Deutschland in den 30er Jahren unter Reichskanzler Brüning gesehen. Ja. Der hat das Gleiche gemacht, in die Krise hineingespart, um den Finanzmärkten zu zeigen, er hat die Finanzen im Griff. Die Katastrophe war offenkundig, es kam zu der Radikalisierung der Bevölkerung, zum Zusammenbruch der Wirtschaft und mit allen Folgen danach. Wir sehen jetzt in Griechenland genau die gleiche Entwicklung. Wir sehen radikale Entwicklung auf der Straße. Heute in der Süddeutschen Zeitung große Artikel aus Griechenland, wie plötzlich die Radikalen Zulauf bekommen in Griechenland, wie da plötzlich hier die Abgeordneten mit Gewalt bedroht werden. Kann man sich ja europaweit auch anschauen, natürlich, was da passiert. Und ich sage jetzt auch noch, in dem Moment, wo wir Europäer, in dem Moment, wo wir Europäer und die europäischen Regierungen Griechenland fallen lassen oder in den Konkurs schicken, sucht sich diese Finanzmarktwelt, diese Finanzterroristen, diese Geldgangster, ein neues Griechenland. Und sie werden es finden, entweder in Portugal oder in Italien. Dieses Spiel werden die Burschen weitermachen, solange bis hier kein Stein mehr auf dem anderen ist. Aus meiner Sicht ist dies ein monetärer Krieg einer globalen Geldmafia. Was anderes fällt mir dann also. Ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle. Ich muss aber zugeben, dass mir die Vorstellung, dass sozusagen die internationale Geldmafia dann auf Silvio Berlusconi trifft, die gefällt mir. Das löste mir eine gewisse Heiterkeit aus. Und insofern treffen sich da immer die richtigen. Noch zwei kleine Zahlen. Das Weltbruttosozialbrutto, also alles, was die Menschen in dieser Welt erschaffen an Produkten und an Dienstleistungen, sind um die 70 Billionen US-Dollar. Das ist so eine Zahl rund und roh. Der gleiche Wert für Kapitalmarkttransaktionen, also Zinsen, Geld anlegen, Anleihen, Aktien, Börsengeschäfte, Dealen, Zocken, ne, beträgt das 25-fache. Ja. Und dies ist alles unkontrolliert. Deshalb spreche ich von einer globalen Macht-Kapitalmafia. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. War sehr erkenntnisreich. Würde jetzt sehr, sehr gerne Joey Kelly zu uns in die Runde holen und Frau Eichner natürlich. Joey, bevor wir gleich darüber reden, warum du diesen Deutschlandlauf gemacht hast und was der dich vor allen Dingen über dich erzählt hat, würde ich gerne noch einmal von dir wissen, wie legst du dein Geld an? Wie machst du das? Also mein Ziel ist, ich habe zum Beispiel einen Vortrag von Reinhold Messner gehört und der hat zum Beispiel zwei eigene Bauernhofs, wo der komplett Selbstversorger ist. Und ich habe auch einen Bauernhof und langfristig in nicht viele Jahren bin ich in der Lage, falls wirklich das Geld nicht mehr wert ist. Kaufst du dir eine Kuh? Nein, ich habe dann halt Möglichkeit Tiere und halt, wir haben jetzt schon Gemüse und Obst und durch Solar und minimale, sag ich mal, Ausgaben an Nebenkosten halt wirklich in Deutschland, in diesem wunderschönen Land halt zu leben. Und zusätzlich, ich bin keiner, der auf der Börse geht, ich bin jemand, der sehr konservativ sein Geld anlegt. Mhm. Ich glaube, in guter Lage Immobilien in Deutschland ist es eine tolle Zeit halt zu kaufen. Ich glaube, dass man halt sein Geld verdient mit harter Arbeit, so wie ich das mache. Und extrem konservativ und lieber halt von das, was ich tue, auch gut verdient. Und das ist mein Weg. Und komplett bankenfrei. Keine Schulden. Keine Schulden. Das ist der Weg. Und genau auf Punkten achten, Nebenkosten. Dass man genau wirklich weiß, was habe ich eigentlich für Ausgaben. Und Kleinigkeiten wie zum Beispiel, warum muss ich ein neues Auto kaufen? Nein.
ein gebrauchtes Auto von 1-2 Jahren reicht doch vollkommen, der kostet doch nur die Hälfte. Braucht und, auch und, mehr und viele Sachen. und es gibt, ein Schelm wäre böse, dass bei dieser Bemerkung viele, es gibt viele Wege und das ist mein Ziel, einfach komplett frei zu sein und ich brauche keinen Luxus, ich brauche kein dickes Auto, ich brauche einfach sagt, ein normales Auto. Sagt ja? der Mann, der auf einem Schiff groß geworden ist, dessen Kiel beschwert worden ist mit einer beeindruckenden Münzsammlung von wie viel Gegenwert? 1 Million D-Mark. 1 Million DM. Also 500.000 Euro so ungefähr. Plus, minus null. Also es war, gut, wir waren früher, wir haben mit der Kelly-Familie, ne, wenn man die noch kennt. Also ich gehörte dazu, ich war einer von... Wir waren sehr viele. Ne? Fast 100, nicht 100, aber wir waren 9 oder 12. Und ich war einer davon und ich habe halt irgendwie... Ja, ich habe mich immer gerne um Geld gekümmert. Und das hat mich Spaß gemacht. Man hat mich als Klein, und ich sah das immer sehr positiv, heute noch. Ich war der Jude der Familie, der halt immer das Geld gesehen hat und gesammelt hat etc. Und dafür weniger gesungen. Also dafür weniger gesungen? Ja, weil ich das Geld immer sammeln müsste. Zweimal eine Stunde rumgehen mit dem Korb. Ne? Das war 8 Jahre mein Job und später habe ich dann das Glück gehabt. Und Glück zum Beispiel, Sie haben nicht viel Glück, Sie haben Ihren Glück gefordert. Nur wer Glück fordert, bekommt auch Glück. Das ist der Weg. Ich meine, das, was Sie gemacht haben, schaffen, vorbildlich, auch diese Stiftung zusätzlich, das ist absolut Wahnsinn. Also das ist wirklich, von Sie können viele halt sich abgucken. Das finde ich großartig. Und ich zahle viele Steuern in Deutschland, ja. Und ich bin auch bereit, noch mehr zu zahlen, wenn das so ist. Ne? Mhm. Aber vielleicht, ich weiß nicht, gibt es einen anderen Weg, wie man halt die reichen Deutschen, die gehen, ne, irgendwie zurückgewinnt. Mhm. Vielleicht gibt es da einen Zwischenweg. Vielleicht gibt es so Hunters, die halt diese Leute irgendwie ködert, zurückbringen und sagt, pass mal auf, Leute, ihr könnt hier eure Steuern zahlen. Vielleicht nicht ganz so wenig wie in der Schweiz, aber vielleicht gibt es da einen Zwischenweg. Ich bleibe trotzdem in Deutschland und zahle so viel, wie es sein muss. Das finde ich gut. Sehr gut. Das ist mein kleines Bekenntnis. Joey, du hast eben gesagt, du legst keinen großen Wert auf teure Autos. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass du einfach die meisten Strecken ja doch zu Fuß zurücklegst. Du brauchst eigentlich gar keine Autos. Du hast im vergangenen Jahr einen Wahnsinnslauf gemacht. 900 Kilometer quer durch Deutschland. 18 Tage und die besondere Herausforderung, ich meine, extreme Läufe hast du viele gemacht. Einen davon haben wir sogar zusammen bewältigt, unten in der Antarktis. Aber die besondere Herausforderung bestand darin, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, nichts zum Essen dabei, nichts zum Trinken dabei. Davon gelebt, was die Natur so hergibt. Ja. Wovon? Ja, also im September gibt es sehr viel. Man kann sich auch gut informieren und vorbereiten. Es gibt dafür sahst du aber sehr dünn aus am Ende, ja, dafür, dass es so viel gibt im September. Ich habe in 18 Tagen 15 Kilo abgenommen. Was? Also es war so, dass ich dann halt diese am Tag über 50 Kilometer halt marschiert habe. Mhm. Und am Anfang, die ersten 4 Tage, es ist ein Hungermarsch. Also das Problem ist... Wir haben ein Foto hier, schon mal vorher, nachher. Ist, ne? Unschwer zu also sehen, was ist, vorher ist, was ich nachher Ich habe nur 2 ist. Sachen gekauft, eine Plane und Kordebundel. Ich habe nur 9 Euro ausgegeben, 9,24 €. Und ja, falls Sie abnehmen wollen, ist es ganz einfach. Wahnsinn. Es war ein Hungermarsch. Ich habe am Tag ungefähr 6.000 bis 8.000 bis 9.000 Kalorien verbrannt. Ich hatte am Tag, wenn ich Glück hatte, vielleicht 300, vielleicht 600, 700 Kalorien gefunden. Also ich habe mich ernährt von Äpfeln, ist klar. Ein Apfel hat allerdings nur 50 Kalorien. Ne? Kommt nichts bei rum. Und man kann nicht so viele essen, weil sonst Magenkrämpfe, dann bekommt man auch Durchfall. Also alles das, was man nicht braucht zum Laufen, ist klar. Ne? Ist, ja. Ja. Und dann ist es so, dass man halt irgendwie natürlich in der Kälte schläft. Also ich habe dann halt mit dieser Plane im Wald geschlafen und aber ganz wichtig war für mich Kartoffeln. Zum Beispiel, als ich am 3. Tag Kartoffeln gefunden habe, ne, dann war die Rettung da, weil ich halt vom Acker Kartoffeln geklaut habe ne, und die gebraten habe, also gekocht habe. In so ich habe nur einen Topf gefunden. Halt, du hast die gefunden, dann nicht geklaut. Du hast die gefunden, die standen waren da. Ja. Nein, ich habe die genommen. Ne? Ich habe die genommen und ich habe von Kartoffeln und ein Ire, sag ich mal, die Iren haben von Kartoffeln gelebt. Solange es Kartoffeln gibt, wird es auch Iren geben, so ungefähr. Es ist kein Marathon oder kein Ultramarathon. Meine Erfahrung bis dahin war halt irgendwie, ich habe in den letzten 15 Jahren über 100 Wettkämpfe Marathon aufwärts, also 43 Marathons, 30 Ultramarathons etc. Nur die Distanzen gingen ja halt so bis 250, 300 Kilometer. Das längste danach war halt mit dir, Markus. Wir waren halt am Südpol zusammen, da waren wir 400 Kilometer plus 100 Kilometer Akklimatisierung, also 500 Kilometer zusammen halt diesen Sonntag und am Montag eventuell
bekommt Markus einen deutschen Fernsehpreis. Naja, wir kriegen den möglicherweise zusammen. Weil ja, wir da, aber das ist wurscht, ist nicht genau. Weiter wichtig. Nur die Geschichte dort, ne? Also, die Geschichte dort, da hast du uns ja immer motiviert, indem du gesagt hast, pass auf, wenn ihr nicht weiterlauft, ja. Singe ich einen Kelly-Song. Das ist richtig. Das hat geholfen. Aber wie motiviert man sich, Joey, wenn man alleine quer durch Deutschland läuft, da kann man sehr, sehr einsam sein. Das beschreibst du sehr eindrucksvoll in einem wunderbaren Buch, das du zu diesem Thema gemacht hast. Und wenn man vor allen Dingen diesen unglaublichen Hunger hat. Ist es wahr, dass du Schnecken gegessen hast? Ja, ich habe, Schnecken, ich habe ja eine Zeit lang in Frankreich oder in Spanien auch gelebt, da haben wir auch Schnecken gegessen. Also die sind nicht so schlimm, wie sie aussehen. Das einzige Problem bei den Schnecken ist, wenn die nicht getrocknet sind, ne, dann sind sie sehr schleimig und dann schmecken die doch nicht so gut. Aber egal, wenn man Hunger hat, sieht man halt Essen mit ganz anderen Augen. Genau. Also es ist wirklich so, dass man halt wirklich es, wenn man am Tag ganz wenig zu essen findet und das bisschen Obst oder Gemüse noch nicht wirklich reif ist, der Magen krämpft und man muss jeden Tag und das Gepäck auch. Problem war auch, sagen wir, dieses Gepäck, diese 6 oder 8 Kilo, die man trägt, seine trockenen Sachen, Schlafsack und alles, was man braucht, ne, dann bekommt man auch Probleme mit den Gelenken. Mhm. Ich habe Gott sei Dank halt so Inlays halt in meine Schuhe aus Flexitex, die halt irgendwie die Dämpfung halt besser machen. Das ist natürlich auch, man muss natürlich auf Material achten. Aber es war eine ganz neue Erfahrung. Ich bin Luftlinie von zu Hause nur ein paar Stunden. Ich war nicht am Südpol, nicht in der Gobi-Wüste. Genau. Direkt vor der Tür, ich bin marschiert. Es war halt ein Mehrteiler von Stern-TV. Und genau, nach dem ersten Beitrag hielten schon Menschen an der Straße an. Herr Kelly, haben Sie gestern Abend gesehen? Steigen Sie im Auto, wie erzählen kann. Wir fahren Sie vor. Das war toll. Also, da steht der innere Schweinehund, ne, der innere Schweinehund. Ich habe viel Wettkampferfahrung. Direkt vor einem, die ganze Zeit und fragt, warum und wieso. Und man weiß, man könnte innerhalb von ein paar Stunden zu Hause, Kühlschrank voll und schönes warmes Bett und alles ist dran. Ist es wahr, Joey, dass du sogar Pizzareste irgendwo rausgeklaut hast und die gegessen hast, aus dem Müll? Ist richtig, ja. Also es ist so, dass ich dann halt, wir haben lange mit der Familie auf der Straße gelebt und ich habe es auch nie verstanden, wie man halt irgendwie hier in Müll reingucken kann und dann aus Müll essen. Wie verzweifelt man sein muss, ne? Genau. Und so weit war ich. Dass ich dann halt selber halt an jede Bushaltestelle halt reingeguckt. Und einmal hatte ich Glück, da war so ein Pizzabacken, also Pizza-Paket. Und der war verknickt und drinnen. Und dann dachte ich, eventuell ist was drin. Habe ich aufgemacht und da war so 4 oder 5 Randstücke. Ich würde normalerweise nicht mal aus einem Glas von jemand anderes trinken, aus meiner Kindheit schon. Aber und da, das war wie ein Fest. Ne? Das habe ich mitgenommen, bewahrt, nur ein Stück gegessen und abends dann halt wirklich vom Schlaf dann gegessen. Und es gibt eine Szene, die du auch schilderst, da hast du gefunden ein totes Kaninchen, einen toten Hasen. Ja. Hast du roh gegessen? Oder? Nein, roh nicht. Also es war so, der Hase war frisch überfahren auf der Straße. Ja. Ne? Also ich habe es nicht gejagt. Also so schnell bin ich nicht. Ne? Ich bin, hast du dann gewartet, bis der Hase überfahren wurde? Nein, der war Gott sei Dank auf der Straße. Also den habe ich dann... Wahnsinn. Also, das war so, es war in Bayern. Ne? Es war, ich glaube, am 9. oder 10. Tag, als ich kurz vor Würzburg war. Also ich dachte, gut, wenn ich in Bayern bin, dann habe ich das geschafft. Das einzige Problem ist, Bayern ist ungefähr vom Nord bis nach Süd über 400 Kilometer und viele Höhenmeter. Egal, auf einmal stand dieses Hase vor mir, vor der Straße. Die war frisch überfahren. Klar, der war noch warm. Also wirklich, ich glaube das schon. Also ne? Der lag da. Genau, der lag da. Ja. Also... Ja, genau. Weil wenn er stand, war er nicht mehr frisch. Nein, er stand nicht. Der war frisch überfahren. Der war halt, genau. Und dann habe ich dann halt klar gemacht und abends gegessen. Und der hat super geschmeckt, muss ich sagen. Ich habe einen extra sehr, also die richtig durch, falls er vielleicht doch krank wäre. Ich meine, die Chancen sind hoch. Ich glaube, dass der Hase halt gesund, doch gesund war, weil er halt. Weil es ein guter deutscher Hase war. Richtig. Aber langsam war er. Und hat sehr gut geschmeckt. Und am nächsten Tag habe ich wirklich Gas gegeben. Das läuft vielleicht im Kopf, ich weiß es nicht. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, bis dahin hatte ich nur Rohkost, also kein Eiweiß zum Körper. Und dieses bisschen Eiweiß, was der Körper... Und ich habe es komplett ausgegessen. Also ich habe nichts irgendwie weggeschmissen. Und es war eine interessante Erfahrung. Ja, vor allen Dingen beschreibst du, wie man... Und das ist das, was ich an dir so bewundere. Diese ungeheure mentale Stärke. Also dieser unglaubliche Wille. Ich glaube ja, dass du jemand bist, der sich so sehr quälen kann, wie wenig andere Menschen, die ich kenne. Frau Eichner ist bei uns, die im Alter von 40 Jahren angefangen hat. Ich fasse ihre Geschichte einmal kurz zusammen. Ja. 40 Jahre, 3 Kinder, sie waren Programmiererin, waren plötzlich alleinerziehend und haben dann im zarten Alter von 40 gesagt, jetzt fange ich an, Marathon zu laufen. Essen Sie auch Hasen?
Ja, schön zurechtgemacht. Hasenschenkel, schön gebraten, okay. Ich meine jetzt aber so unterwegs, weil Sie haben gerade jetzt, darf man das sagen, Sie werden in wenigen Tagen 71 ja, und haben einen Ultramarathon hingelegt, ausgehend vom Schwarzwald bis hin zum Brandenburger Tor. In wie vielen Tagen? Also das war ein Lauf mit Ingos Wanderzirkus in 13 Tagen. Von Horb am Neckar bis nach Berlin zum Brandenburger Tor. Wir reden über 800 Kilometer. 790 Kilometer, ah, ja, mit Verlaufen so. Vielleicht 10 Kilometer mehr, denn jeder verläuft sich mal, ich auch. Ja. Wahnsinn. Aber im Gegensatz zu Joe wurden wir bestens verpflegt. Wir hatten immer eine warme Unterkunft. Es gab schönes Frühstück, es gab am Abend zu essen, es gab unterwegs alle 10 Kilometer eine Verpflegungsstelle, wo man essen und trinken konnte. Ja, und abgenommen habe ich trotzdem dabei. Trotz des Essens, wegen der vielen Kalorien, die man ja verbraucht. Mhm. Und ja, am Brandenburger Tor bin ich angekommen. Und das wollte ich auch. Sie haben, habe ich das gemacht. Sie haben aber, um das jetzt noch mal deutlich zu sagen, Sie haben nicht diesen einen Marathon hinter sich gebracht. Das war nicht der erste. Wie viele waren es vorher? Ultramarathons. Also diese letzte Etappe bei diesem Lauf von Horb nach Berlin, die ging dann von Friedwald bis zum Brandenburger Tor. Das war mein 700. Ultra. 700? Ja. Könnt ihr mal einen Sportatheisten aufklären, was ein Ultramarathon ist? Ultramarathon, genau. Das mache ich gleich. Also es war der 700. Ultra, das heißt, das war der 700. Lauf, der mindestens in der Länge von Marathon war, also der länger als Marathon ist. Ein Marathon sind 42 Kilometer ja, und 195 Meter. Und bis zu 1645 sind dann von den 700 an die Marathonläufe. Ein Ultra hat natürlich keine festgelegte Länge. Er beginnt mit Marathonende und endet bei, was weiß ich, 200 Kilometer, 150 Meilen, 100 Kilometer. Wahnsinn, was war der längste Stunden. Lauf, den Sie je gemacht haben? Also der längste Lauf waren gerade 145 Meilen. Das war auf der Strecke von Birmingham nach London. Da gibt es einen Lauf in England jedes Jahr im Mai. In Kilometern sind das dann? 145 mal 1,5, 1,6. Ja. Gott. Also gut, 230, 240 Kilometer, sowas. Ja. Und Sie sind auch jemand, Frau Eichner, deswegen sitzen Sie auch hier. Sie sind auch jemand, der dafür bereit ist, sich unglaublich zu quälen. Sie haben sich jetzt in diesem letzten großen Lauf, haben Sie sich am Fuß eine, ich sag's mal, wie es ist, so eine Eiterbeule aufschneiden lassen und sind entgegen ärztlichem Rat dennoch weitergelaufen. Der Arzt hat Ihnen gesagt, es könnte gut sein, dass Sie Ihr Bein irgendwann verlieren. Blutvergiftung, alles, was damit zusammenhängt. Warum macht man das? Ja, diese Fußverletzung hatte ich schon 14 Tage vorher. Ich bin im August ja von Roscoff nach Cugey-en-Blanche gelaufen in Frankreich. Das waren 1200 Kilometer in 18 Tagen. Und dann war eine Woche frei. Wahnsinn. Dann war eine Woche frei, aber der Fuß wurde nicht besser, obwohl mich vier Leute beraten haben, also Physiotherapeut, Arzt, Apotheker und weiß ja, was man halt so hat, wenn man. Und ja, und dann kam der Lauf vor Berlin und für diesen Lauf hatte ich mich gemeldet, hatte natürlich auch bezahlt. Laufen kostet Geld und 1000 Euro Startgeld will man ja nicht einfach in den Wind schießen. Ja. 1000 Euro für Organisation, Verpflegung, alles, was da so dran hängt. Jeder Lauf kostet Geld. Mhm. Wir sagen dazu Startgeld. Da ist natürlich Unterkunft und Verpflegung dabei. Mhm. Auch die Streckenverpflegung. Und Gepäcktransport und alles, was dazugehört. Ja, wenn man sowas antritt, möchte man das auch zu Ende machen. Und wir waren 29 Teilnehmer. Ich war die Einzige aus Berlin. Und das Ziel war Berlin. Und als Berliner musste ich in Berlin ankommen. Egal, was da unterwegs passiert. Mhm. Dieses Egal hat natürlich auch Einschränkungen. Wenn ich mir das Bein gebrochen hätte, wäre es sicher nicht weitergegangen. Aber es war ja nur der Fuß, der sehr entzündet war. Deswegen waren die Schuhe aufgeschnitten. Und da ich auf dem Ball nicht mehr auftreten konnte, bin ich auf dem Außenriss gelaufen. Vier Tage lang. Dadurch verformt sich der Schuh. Und der kleine Zeh, also der Knochen unter dem kleinen Zeh, der hat das mir sehr, sehr übel genommen. Der hat sich nämlich entzündet und der Eiter war unter dem Knochen, sodass dann gar nichts mehr ging.
Aber ich hatte eben nette Leute, die haben mich dann ins Krankenhaus gefahren. Ich war so zweimal unterwegs im Krankenhaus. Und zweimal unterwegs, während des Laufs? Zweimal unterwegs, während des Laufs im Krankenhaus. Und als wir in Caesar Station hatten, hat mich Thomas nach Brandenburg ins städtische Klinikum gefahren. Und da haben sie dann nachts das geöffnet mit dem Skalpell, aber ohne Betäubung. Das war so entzündet. Oh, ja. Das ging mit Betäubung nicht. Ja. Ja, und dann haben sie alles rausgeholt, was da drin war. Ja, da war eine ganze Menge Eiter drin und Krümel und ja, alles. Ja, so genau wollen wir das jetzt gar nicht. Alles sowas. Ja. Ja, und dann wurde das verbunden, richtig schön. Und dann konnte ich nächsten Tag mit dem Verband super laufen. Also, ja, das ging. Das sagt mir nochmal, der Sport sei gesund. Wow. Ja, Wahnsinn. Ja, man muss auch sagen, im Ultrasport sind die Frauen teilweise wirklich, die sind viel brutaler als die Männer. Aber wenn die Männer halt nicht mehr können oder wollen, da sind die Frauen, die Ultraläuferinnen, unfassbar. Und ich hatte das Glück jetzt im Luxemburg-Marathon halt den 100-Jährigen halt zu begleiten, die letzten 8,5 Kilometer. Der Staffelmarathon, der ist aus England und läuft dieses Jahr, ich glaube auch New York. Und ich habe ihm dann halt einen 100-Jährigen halt begleiten dürfen, die letzten 8,5 Kilometer im Ziel. Das war absolut Wahnsinn. Der ist halt so ein Sieg, da hat ein Tuch mit dem Kopf, ein langes Bart und ein ganz freundlicher, und der reist immer mit 24 Leute und also es ist irre. Und er hat angefangen mit 68 Marathon zu laufen. Und der hat dich mitgezogen, ja? Ja. Der ist nicht langsam, also der hat schon einen Schnitt von so 6,5, 7er Schnitt, also was bewundernswert ist das. Hysterie des Körpers heißt dieses Buch, das du darüber gemacht hast. Ich fand ein völlig überfälliges Buch, um einfach mal ein bisschen was aus deiner Gedankenwelt auch zu erfahren, in dem du unter anderem auch beschreibst, wie du bei einem Lauf in der kalifornischen Wüste Blut gepinkelt hast. Ja, es ist so. Also es gibt einen Wettkampf in den USA, den ich dieses Jahr wieder gemacht habe. In Death Valley, im Tal des Todes. Das sind 135 Meilen, 217 Kilometer nonstop mit 6.500 Höhenmeter. Jetzt am 11. Juli bin ich da gestartet wieder. Das war mein 10. Wüstenlauf. Und da ist es 48 bis 52 Grad im Schatten. Aber es gibt keinen Schatten. Man läuft nur in der Sonne, ist klar. Das ist ein Wüstenlauf, ne? Und damals bin ich halt bei meinem ersten Nonstop-Ultra. Ne, davor hatte ich halt Ironman, so ein dreifach Ironman und Ultras in Etappen. Und jetzt kam der erste Wüste-Ultra nonstop. Und da habe ich dann halt bei Kilometer 130, 150 halt dann irgendwie gemerkt, ich muss auf Klo. Und dann kam halt, das ist natürlich nicht ungefährlich. Dann habe ich gemerkt, ich bin zu schnell. Mein Körper ist noch nicht bereit. Ich habe damals 55 Stunden und 8 Minuten gebraucht für die Distanz. War im Mittelfeld, okay. Wenn man aber unter 48 Stunden reinkommt, bekommt man auch zusätzlich nicht nur eine Medaille, sondern auch einen Buckel. Ne? Und ein Freund von mir hat 2-3 Stück. Ne? Der macht das jedes Jahr. Ne? Ich mache hier andere Wüsten. Ich war in der Gobi-Wüste mittlerweile, in der Atacama, in Australien und überall. Und jedes Mal, wenn er mich besucht hat, der Eberhard, der hatte dieses Buckel angezogen. Und das hat sehr genervt. Und er hat immer geguckt und gesagt, Joey, ich habe irgendwas, was du nicht hast. Ich weiß auch nicht. Ich bin dieses Jahr dahin gegangen wieder, halt nur dieses Buckel zu bekommen, und es hat geklappt. Ich war 11 Stunden 46 schneller als vor 10 Jahren und bin auch 10 Jahre älter. Und was mache ich anders? Ich trainiere nicht viel anders. Ich vorbereite mich einfach besser. Ich auf den Punkt, ich kann mich besser quälen und hatte keine Probleme. Der Körper im Alter, im Ultrabereich, ist stark ohne Ende. Und sie ist das beste Beweis. Das ist absolut Wahnsinn. Mein höchstes Respekt. Ich bin ihren größten Fan. Großartig. Also, Freunde, wenn Sie beide sich netterweise für uns mal zusammentun, dann werden wir das begleiten und dann sehen wir euch bald. Ich komme dann auch mit. So ein Teil der Strecke würde ich mal mitlaufen. Dann können wir noch mal Dead Valley laufen. Bin ich mich auch gelaufen. Ja, bitte. Ja? Ich sage, da im Dead Valley bin ich auch gelaufen, 2005. Das haben wir nicht anders erwartet, Freunde. Das haben wir genau so vermutet. Das wusste ich nicht. Sie sind da, aber da starten also ganz wenige Frauen. Also es ist natürlich im Ultrasport Schwerpunkt Männer, ich sag mal so 70%, 80%. Joey, wir machen das so, ihr lauft einfach hier los und wir treffen uns hier wieder. Das ist einfach, das finde ich einen großartigen Plan. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Frau Eichner, Ihnen alles, alles Gute. Auch Joey Kelly, bei Herrn Brust bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Und bei Dirk Müller. Wir begrüßen jetzt eine Frau.
Eine Frau, die ein Phänomen ist. Gerade hat sie mit Dieter Bohlen, man höre und staune, ein neues Album gemacht, hat insgesamt 10 Millionen Tonträger in ihrer Karriere schon verkauft. Andrea Berg, eine ehemalige Krankenschwester, die für die siechende Musikindustrie im Grunde gewirkt hat wie eine rettende Infusion. Ja, Sissi, wir begrüßen Sie sehr, sehr herzlich. Andrea, schön. Wir waren letztes Mal beim Du, ne? Ich glaube, ja. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Eines der seltenen Fernsehinterviews, das wir heute wieder erleben. Und ich bin überrascht. Neues Album gemeinsam mit Dieter Bohlen. Zwei Alphatiere. Wie geht das zusammen? Erstmal bin ich ja kein Alphatier, sondern ich ziehe mich dann gerne mit weiblicher Intelligenz zurück. Auf der anderen Seite ist Dieter Bohlen ein Mensch, der mir musikalisch wirklich sehr liegt. Also er hat so eine emotionale Musikalität, er hat so eine Menschlichkeit und er ist vor allen Dingen echt. Bei dem weißt du immer, wo du dran bist. Ich habe erst gedacht, Mensch, hat sie das Buch von Thomas Anders nicht gelesen, als ich von dieser Zusammenarbeit hörte? Also ich weiß ja, dass Dieter vor Jahren auch schon mal ein paar Bücher geschrieben hat. So hauen die sich gegenseitig ihre Bücher um die Ohren, aber lass sie sich austoben. Ich bin ein Mensch, der immer gerne Frieden macht. Denn einer alleine. Herrliches T-Shirt, Gitarrist von Thomas Anders. Wo? Stand da. Wir zeigen dir das Bild noch mal. Schau mal hier. Schau mal. Den müsst ihr rausschneiden, sonst kriegt ihr Ärger. Gitarrist von Thomas Anders. Na, hat er selber getragen. Das ist auch eine wunderbare Eigenschaft von ihm. Er kann über sich selber lachen. Das finde ich gut. Ja, wie hier zu sehen. Und dass er sensibel ist, kann ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen, wenn man Musik macht, wenn man ja dann auch Emotionen und Gefühle zulassen muss, muss man ja zweifellos ein sensibler Mensch sein. Aber wie läuft so eine Zusammenarbeit dann? Also diskutiert man dann aus, wenn es an einer Ecke mal hakt oder setzt man sich dann durch? Wie macht man das? Wir reden miteinander. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, miteinander zu kommunizieren. Er schreibt wunderbare Melodien für mich, die mir wirklich auch, ich sehe Bilder, ich sehe Geschichten und ich schreibe dann schöne Texte dazu. Und das ist wirklich, wir gehen ehrlich miteinander um. Und das ist auch das Interessante daran, dass er aus mir auch was herauskitzeln kann. Wenn einer mir immer nur auf die Schulter klopft und sagt, schön gemacht, dann komme ich ja auch irgendwo nicht weiter. Und wenn man sieht, dass wir das zweite Album jetzt miteinander gemacht haben, ein Riesenerfolg, die Menschen, die das wirklich lieben. Und wenn man dieses Album jetzt hört, so wie ich es jetzt nach draußen trage, das ist wie Gummibärchen für die Seele. Das sagen mir die Menschen. Und das ist doch ein Kompliment. Lieber Gott, danke. Gummibärchen für die Seele. Gummibärchen für die Seele, das ist mal ein schönes Bild, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Gummibärchen kleben aber auch, ne? Das magst du lieber die roten oder die weißen? Ich will nur, ob wir uns verstehen, weil ich mag lieber die roten. Gut, dann mag ich die auch. Nein! Dann bleiben die ja in der Tüte über dir. Nein, ich bin nicht so der Gummibärchen-Fan. Aber darum geht es jetzt gar nicht, Andrea. Du hast auf diesem Album auch einen Text, und darauf würde ich jetzt gerne kommen. Ein Lied, das heißt Lieber Gott. Das ist ein Text. Du hast die Texte auf diesem Album selber geschrieben. Insofern auch zwischen den Zeilen immer sehr interessant, was man da so herausliest. Ein Lied, das gewidmet ist deinem Vater, der vor einem guten halben Jahr gestorben ist. Mit dem Satz unter anderem drin, lieber Gott, ich will ja auch glauben. Was meinst du damit? Man will ja glauben. Und es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort. Und ich denke, wir sollten auch gar nicht anfangen, Antworten zu suchen, weil dann kommt ein anderer Mensch und sagt, du, mir ist aber das und das passiert, das ist noch viel schlimmer. Und wieso soll ich denn jetzt an Gott glauben? Ich denke aber, dass Gott in dieser Zwiesprache auch den Zweifel sehr gerne hat, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dass das Entscheidende, was man auch aus so einem Titel mitnehmen kann, letztendlich der Trost ist. Weil unterm Strich wird es niemals auf jede Frage eine Antwort geben. Und trotzdem glauben die Menschen und trotzdem glaube ich an Gott. Und ich habe in der Zeit aus diesem Lied sehr, sehr viel Energie auch genommen, sehr, sehr viel Kraft auch geschöpft, weil ich mir diese Schwäche auch eingestehe, weil ich mir diesen Zweifel auch eingestehe und weil ich glaube, dass Gott diesen Zweifel auch zulässt. Wenn man normalerweise Menschen aus deiner Branche solche Sätze sagen hört, dann ist man geneigt zu denken, das ist jetzt eine schöne Phrase, das sagt der oder die einfach so vor sich hin. Was mir bei dir immer
auffällt, ist, man spürt diese Vergangenheit durch. Du warst mal Krankenschwester. Und diese Auseinandersetzung mit dem Tod war ja etwas, was auch zu deinem Beruf dazugehört hat. Wie bereitet sich jemand wie du auf den Tod eines Vaters beispielsweise vor, von dem man weiß, der wird wahrscheinlich irgendwann sterben, relativ zeitnah? Wie bereitet man sich darauf vor? Kann man sich darauf vorbereiten? Gott sei Dank hatte ich die Chance, mich darauf vorzubereiten. Gott sei Dank hatten wir 5 Jahre Zeit, nach der Diagnose zu sehen, wie kostbar die Zeit ist. Und Gott sei Dank wusste ich das von meinem Beruf. Mein Papa hat mich damals in diesen Beruf gebracht. Mein Papa war Rettungssanitäter. Und er kam schon, als wir klein waren, oft mit solchen Dingen nach Hause. Der hat uns immer gelehrt, Vorsicht, geht ehrfürchtig mit dem Leben um. Das hängt an einem seidenen Faden. Niemand kann sich auf irgendetwas einbilden. Wir müssen jeden Tag und für jeden Augenblick dankbar sein. Und genauso, wie er uns das gelehrt hat, so ist er auch gegangen. Mhm. Ohne Groll, ohne zu hinterfragen, ohne zu sagen, warum ich, sondern mit einer Stärke, wo man wirklich sagen muss, das war ein sehr, sehr erfüllender Augenblick. Das war wirklich wahnsinnig schön. Das passt nicht zusammen. Also erfüllend und schön. Kann ein Tod erfüllend und schön sein? Vielleicht sogar sinnvoll? Das habe ich oft gelernt von den Menschen, die ich begleitet habe, auch im Hospiz. Und ich habe immer daran geglaubt. Nur wenn das dann der Papa ist, dann denkst du, oh, jetzt, lieber Gott. Aber jetzt weiß ich es. Das ist etwas, was, wenn man es so selbstbestimmt und so bis zum Schluss mit Glauben erfüllt, dann ist es schön. Wie bereitet man sich denn darauf vor? Ich will jetzt ungern sozusagen sehr weit in diesen sehr intimen Bereich hineingehen, aber wie bereitet man sich darauf vor, wenn du weißt, der Vater hat nur noch wenige Tage, nur noch wenige Stunden? Wie macht man das? Welche Gespräche führt man mit dem? Lacht man mit dem? Weint man mit dem? Redet man alles nochmal durch? Wie macht man das? Wir haben zum Schluss über Fußball geredet. Das war Samstagnachmittag und wir haben über Fußball gesprochen, weil der VfB Stuttgart spielte zu Hause. Und das ist schön. Das war bis zum Schluss, war es voller Leben, war es voller Lachen. Am Tag davor waren viele Mädchen, also viele Damen in seinem Zimmer. Und mein Vater hat noch so gescherzt, mein Gott, 4 Frauen auf einmal, um Gottes Willen, dafür bin ich zu alt. Also es war Leben drin, es war Leben drin, es war Lachen drin. Und das war mein Vater. Der hat es bis zum Schluss in der Hand gehabt. Der hat alles geklärt, der hat alles erledigt, der war so im Reinen, in dieser Ruhe, in diesem wunderbaren Seelenfrieden. Und das hat uns alle sehr getröstet, weil wir haben wirklich die Chance gehabt, und das ist auch ein großes Geschenk, es gibt Menschen, die sterben einfach. Die sind einfach weg. Und du kannst ihnen nicht mehr das sagen, was du sagen wolltest. Deswegen ist in unserer Familie auch immer wichtig, sich ordentlich zu verabschieden, nie im Streit auseinanderzugehen. Und das hat uns mein Papa alles beigebracht. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Wenn du die Chance hast, dann zwar Abschied zu nehmen, dann kommt ja trotzdem danach die Frage der Trauer. Ich lese gelegentlich mal die Apothekenrundschau. Da stand eine sehr interessante Studie drin. Da stand drin, dass die Hälfte aller Deutschen nicht weiß, wie man mit einem trauernden Menschen umgeht. Erlebst du das auch so? Dass Leute entweder es wegschweigen oder besonders hysterisch sind, besonders fröhlich, so aufgesetzt fröhlich, weil sie wissen, dass du gerade etwas zu bewältigen hast, mit dem sie nicht so richtig klarkommen. Ich habe ja nun viele Menschen auch in der Trauer begleitet, und deswegen, es heißt ja auch Trauerarbeit, weil es ist wirklich etwas, was man verarbeiten muss, was jeder Mensch für sich selbst verarbeitet. Der eine versucht es wegzustecken. Wichtig ist für mich, denke ich, damit offen umzugehen. Wichtig ist für mich, einen Menschen auch mal an die Hand zu nehmen. Ich kann einen Menschen dann auch mal in den Arm nehmen. Ich kann auch mit Angehörigen mal weinen, wenn es nötig ist. Ich habe eine wunderschöne Geschichte aus dem Hospiz. Wir hatten ein Sommerfest im Hospiz und es war dort spielte eine Band. Und da war die Hospizleiterin, machte mich darauf aufmerksam, schau mal, das Mädel da, deren Vater ist letzte Woche hier gestorben. Und die ist heute hierher gekommen, weil viele Menschen hängen ja dann auch an diesem Ort und kommen wieder zurück. Und vielleicht ist das auch gut, dass man sich da begegnet, anderen Angehörigen begegnet. Und irgendwann stand ich dann neben diesem Mädel, habe mit ihr kurz gesprochen, und sie sagte dann, beziehungsweise die Band spielte. Und irgendwann sagte einer von der Band, ach Mensch, jetzt an dieser Stelle machen wir normalerweise immer Polonaise, aber das lassen wir heute mal lieber. Stupst das Mädel mich so an und sagt, warum eigentlich nicht?
Und genau das ist der Sinn. Das ist der Sinn des Lebens. Mhm. Und das ist der Sinn, auch damit umzugehen. Schlimm ist für Menschen, die so isoliert sind, die dann plötzlich sagen, wieso ist auf einmal alles so schmerzlich? Wieso singen die Vögel noch so schön wie gestern? Und in meinem Leben ist alles, wieso bin ich in dieser Isolation? Und da, denke ich, fängt die Trauerarbeit an, einen Menschen an die Hand zu nehmen, ihn nicht alleine zu lassen. Du bist am selben Abend, und auch das ist etwas, was schwer nachvollziehbar ist. Also du hast die Gelegenheit, dich von deinem Vater zu verabschieden. Und am nächsten Tag weißt du eigentlich, welche Nachricht da kommen wird. Und bist trotzdem auf dem Weg zum Konzert. Wie hast du es erfahren, dass er gestorben ist? Ich wusste das ja. Und er hatte das für sich so entschieden. Das war mir auch klar. Du hattest ein sicheres Gefühl, heute wird es passieren. Ja, und wir haben es auch so verabredet. Mein Papa hat am Freitagabend zu mir gesagt, wann musst du denn morgen los? Und da wusste ich, warum er das gefragt hat. Er wusste genau, dass ich um 15 Uhr losfliege. Das Problem war nur, dass wir in Stuttgart keinen Slot bekommen haben. Ich war um 15.10 Uhr noch am Boden und habe da noch gehört von einem befreundeten Professor von uns, der ihn begleitet hat, dass er gerade sanft eingeschlafen war. Und der Pilot war natürlich ganz erschrocken und sagte, soll ich umdrehen? Da sage ich, nein, jetzt schnell, sonst verpassen wir ihn. Menschen gehen da vielleicht anders mit um. Aber ich habe auch in Braunschweig gespielt an diesem Abend. Es war ein intensives Konzert, der Papa war da. Das war toll, war wirklich toll. Das ist ja irre zu sagen, schnell, sonst verpassen wir ihn. Also, da ist ja schnell, sonst verpassen wir ihn. Da ist ja die Vorstellung dahinter. Er fliegt sozusagen gleichermaßen nach oben und ihr fliegt hinterher. Triffst du ihn noch gelegentlich, deinen Vater? Hältst du Zwiesprache mit deinem Vater? Mein Papa ist immer da. Deswegen ist es auch irgendwo so, wir waren ja immer unterwegs. Wir waren immer zusammen unterwegs und das ist auch heute noch so. Jetzt ist mein Onkel Pitti dabei, sein Bruder. Also es ist so eine Familie und die Energie, die Liebe, die geht ja nie weg. Mhm. Das haben mir die Menschen immer erzählt. Und ich habe eigentlich wirklich immer gedacht, ja, bestimmt, muss so sein. Und jetzt weiß ich das. Das ist schön. Gibt in dem Zusammenhang auch noch eine andere Geschichte, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte, weil sie sozusagen im Diesseits spielt. Deine Eltern sind im März vergangenen Jahres sehr schwer verunglückt. Und dein Vater ist wenige Tage nach diesem Unfall gestorben, wenngleich das nicht ursächlich zusammenhing. Deine Mutter ist bei dieser Gelegenheit sehr schwer verletzt worden und sozusagen in den Zustand eines Kleinkindes zurückversetzt worden. Extrem pflegebedürftig. Wie schwer fällt einem das, als erwachsene Tochter plötzlich die Mutter so zu pflegen und Dinge an ihr zu tun, die Mütter sonst für ihre Säuglinge machen? Wir sind schon immer so ganz eng miteinander gewesen. Und ich habe ja aus der Pflege auch all das gekonnt, auch anfassen, wenn einen Menschen auch anfassen und auch einen Menschen pflegen und berühren, das ist ja für mich was meine Passion ist, was meine Berufung ist. Nur wenn das dann dein Mütterlein ist, was ja ein Mütterlein ist, ja, die wird nicht alt, die ist unverwundbar und plötzlich hast du so deine Mama da liegen. Aber meine Mama hat sofort, als sie die Augen aufgemacht hat, hat sie gesagt, Mädchen, ich schaff das, ich komme hier wieder raus. Mhm. Und siehst, meine Mama lügt nicht. Gabi Köster hat das jüngst in einem Interview erzählt und schilderte, wie schwer es ihr gefallen ist, sich von ihrem Sohn bei so intimen Dingen wie Toilettengang zum Beispiel helfen zu lassen. Das ist sicherlich schwierig, aber wie gesagt, wir sind ganz eng miteinander und wenn nicht, ich, wer dann? Und von deiner Seite kein Problem, wie ist es von ihrer Seite? Ist sie bereit, dann diese Hilfe anzunehmen, das auch zuzulassen? Oder ist das eine Form von, ich sage jetzt mal, Demütigung, die dann Menschen, die immer selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben geführt haben, ja gar nicht wollen und damit schlecht umgehen können? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir waren wirklich immer in der Gewissheit, dass wir aus dieser Sache gemeinsam mit Energie, meine Tochter ist ja auch noch dabei, wir sind so drei. Meine Mama hat auch wirklich diese Energie meiner Tochter gegeben und hat gesagt, du mach dir keine Sorgen. Irgendwann machen wir wieder Quatsch. Und sie hat sehr, 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 sehr schnell auch wieder gelacht und Blödsinn gemacht. Und das ist eben meine Mama. Die ist so stark und gibt so Gas. Und gestern habe ich sie angerufen, weil ich musste ja jetzt einen Augenblick alleine lassen und dann sag ich, was machst du?
Ich mache hier Soße gerade. Wie, du machst Soße? Ja, ich habe einen Rinderbraten gemacht. Ich mache jetzt so. Sag ich, wie machst du das? Das ist doch kein Problem. Ich fahre mit dem Rollstuhl bis zum Herd, dann drücke ich mich hoch und jetzt mache ich die Soße. Wir müssen doch was essen. Das ist meine Mama. Ja, herrlich. Ja, das ist schön. Ja, letzte Frage. Auch jetzt mit Blick auf dieses... Mit Blick auf dieses Album, das du gerade vorgelegt hast, das Rekordvorbestellungen schon wieder erreicht, wie ich höre. Was hat das verändert, dieses letzte sehr schwere halbe Dreivierteljahr? Was hat das in Bezug auf deine Arbeit verändert? Es ist noch schlimmer geworden. Ich höre noch mehr auf meinen Bauch. Ich mag überhaupt keine Bad Vibrations mehr. Also Menschen, die schlechte Laune haben, die stoße ich irgendwie ab. Da sage ich, sag mal, spinnst du? Niemand weiß, wie lange er bleiben kann. Also es ist fast schon militant, dass ich lachen will, gute Laune haben will, Quatsch machen will. Und meine Mama ist genauso. Und das ist wirklich schön. Weil wenn das wirklich der Sinn der Sache war, dass ich jetzt all diese Dinge aufschreiben kann, vertonen kann, um andere Menschen zu trösten oder vielleicht auch ein kleines bisschen so in den Hintern zu treten und zu sagen, hey, jetzt aber, wir haben nicht ewig Zeit. Also, hab so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass immer wieder das Faszinierende, was dieses Phänomen Andrea Berg, 10 Millionen, das muss man in der heutigen Zeit mal hinkriegen, was das ausmacht. Der Stern hat vor einiger Zeit über dich geschrieben, du bist das Pin-Up-Girl der Riester-Rentner. Ich habe das Gefühl... Ja, die wollen da auch ein bisschen Spaß haben. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das geht noch ein bisschen darüber hinaus. Und vor allen Dingen... ein Satz ist mir hängen geblieben, der stammt aus einem Interview von dir. Das ist ein toller Satz, finde ich. Und mit dem kann man sich auch dann mal in so eine Nacht verabschieden. Du hast mal gesagt, irgendwann haben wir alle nur noch einen einzigen Termin. Und über diesen letzten Termin haben wir heute gesprochen. Will heißen, alles andere ist manchmal gar nicht so furchtbar wichtig. Herzlichen Dank, Andrea Berg. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen zu Hause. Danke. Auch bei Ihnen hier im Studio. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Er hat abends zu mir gesagt, wann musst du denn morgen los? Und da wusste ich, warum er das gefragt hat. Er wusste genau, dass ich um 15 Uhr losfliege. Das Problem war nur, dass wir in Stuttgart keinen Slot bekommen haben. Ich war um 15.10 Uhr noch am Boden und habe da noch gehört von einem befreundeten Professor von uns, der ihn begleitet hat, dass er gerade sanft eingeschlafen war. Und der Pilot war natürlich ganz erschrocken und sagte, soll ich umdrehen? Da sage ich, nein, jetzt schnell, sonst verpassen wir ihn. Menschen gehen da vielleicht anders mit um. Aber ich habe auch in Braunschweig gespielt an diesem Abend. Es war ein intensives Konzert, der Papa war da. Das war toll, war wirklich toll. Das ist ja irre zu sagen, schnell, sonst verpassen wir ihn. Also, da ist ja... Schnell, sonst verpassen wir ihn. Da ist ja die Vorstellung dahinter. Er fliegt sozusagen gleichermaßen nach oben und ihr fliegt hinterher. Triffst du ihn noch gelegentlich, deinen Vater? Hältst du Zwiesprache mit deinem Vater? Mein Papa ist immer da. Deswegen ist es auch irgendwo so, wir waren ja immer unterwegs. Wir waren immer zusammen unterwegs und das ist auch heute noch so. Jetzt ist mein Onkel Pitti dabei, sein Bruder. Also es ist so eine Familie und die Energie, die Liebe, die geht ja nie weg. Mhm. Das haben mir die Menschen immer erzählt. Und ich habe eigentlich wirklich immer gedacht, ja, bestimmt, muss so sein. Und jetzt weiß ich das. Das ist schön. Mhm. Gibt in dem Zusammenhang auch noch eine andere Geschichte, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte, weil sie sozusagen im Diesseits spielt. Deine Eltern sind im März vergangenen Jahres sehr schwer verunglückt. Und dein Vater ist wenige Tage nach diesem Unfall gestorben, wenngleich das nicht ursächlich zusammenhing. Deine Mutter ist bei dieser Gelegenheit sehr schwer verletzt worden und sozusagen in den Zustand eines Kleinkindes zurückversetzt worden. Extrem pflegebedürftig. Wie schwer fällt einem das als erwachsene Tochter, plötzlich die Mutter so zu pflegen und Dinge an ihr zu tun, die Mütter sonst für ihre Säuglinge machen? Wir sind schon immer so... ganz eng miteinander gewesen. Und ich habe ja aus der Pflege auch all das gekonnt, auch anfassen, einen Menschen auch anfassen und auch einen Menschen pflegen und berühren. Das ist ja für mich was meine Passion ist, was meine Berufung ist. Nur wenn es dann dein Mütterlein ist, was ja ein Mütterlein ist, ja, die wird nicht alt, die ist unverwundbar und plötzlich hast du so deine Mama da liegen. Aber meine Mama hat sofort, als sie die Augen aufgemacht hat, hat sie gesagt, Mädchen, ich schaff das, ich komme hier wieder raus. Mhm. Siehst du, meine Mama lügt nicht.
Gabi Köster hat das jüngst in einem Interview erzählt und schilderte, wie schwer es ihr gefallen ist, sich von ihrem Sohn bei so intimen Dingen wie Toilettengang zum Beispiel helfen zu lassen. Wenn ich heute zu meiner Bank gehe und sage, ich habe da mal 1.000 Euro übrig, die würde ich jetzt gerne anlegen, was geben die mir dafür? 1.000 Euro. Na gut, wie viel Prozent? Wenn man eine Bank hat, die vielleicht ein bisschen schnell Geld braucht oder viel Geld braucht, die zahlt vielleicht 2,5, 2,6%. Ja, wenn ich jetzt mein Dispo um 1.000 Euro überziehe, wie viel nehmen die an Zinsen? 15 bis 17%. 16. Ja gut, ich meine, von irgendwas muss die Bank doch leben. Ja, aber das ist genau das, worüber wir sprechen. Herr Prost, wir haben jetzt mal sozusagen von der geldtheoretischen Debatte mal runter ins konkrete Leben, weil das ja Auswirkungen hat. Sie haben eine Stiftung, in der Sie immer wieder mit genau den Auswüchsen, solcher Auswüchse wiederum konfrontiert werden. Beispiel, Sie haben mir irgendwann mal geschildert, einen Mann, der einen kleinen Kredit nicht mehr zurückzahlen konnte. Warum nicht? Naja, das ist nur ein Teil der Arbeit, die wir in unserer Stiftung erledigen. Die Stiftung habe ich gegründet und mit Leben erfüllt, damit wir einfach da helfen, wo alle staatlichen Systeme versagen, wo Menschen unverschuldet in Not geraten sind, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern eben aus gesundheitlichen Gründen, weil Menschen arbeitslos wurden, weil sie behindert wurden, alte, kranke, um diese Menschen kümmern wir uns. Das macht meine Kerstin und ich in der Stiftung. Und es ist einfach dann so eine Art Pflaster auf die Sünden der Wirtschaft, Pflaster auf die Unzulässigkeiten und Unzulänglichkeiten unserer Gesellschaft, löst natürlich keine Probleme, aber hilft den Menschen, den wir einfach da mit unserem Geld... Eine wunderschöne Geschichte, vielleicht kann ich die mit einstellen. Ja. Ja, das ist vielleicht eine Geschichte, die was von manchen von uns angeht, weil mich beeindruckt das unglaublich, was Sie sagen, ich will nicht die Welt retten, kann ich gar nicht, aber jedem Einzelnen, dem ist geholfen. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte von einem kleinen Jungen, der am Strand steht und der was aufhebt und ins Meer wirft. Und da kommt ein Mann vorbei, sieht das und fragt ihn, was machst denn du da? Dann sagt er, hier sind so viele Seesterne, die sind alle angeschwemmt worden und die werden sterben, wenn ich sie nicht ins Meer werfe. Und der Mann lacht ihn aus und sagt, Mensch Junge, guck doch mal, da Strand, Kilometer lang, da liegen Millionen Seesterne, die kannst du nicht alle retten. Der Kleine guckt ihn an, wird ganz traurig, bückt sich, hebt einen auf, schmeißt ihn ins Meer und sagt, dem konnte ich helfen. Ja. Das ist so ein bisschen diese Idee, deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen Sie noch mal einladen, weil wir mehr darüber wissen wollten. Es ist im Grunde diese Idee, dieses Bert Brecht-Ding, ja, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als ewig über die Dunkelheit zu klagen. Sie helfen Menschen, die teilweise mit welchen Problemen vor Ihnen stehen. Machen Sie es einmal konkret. Ich habe eben diesen Kredit angesprochen. Es gibt Menschen, denen hat der Herrgott wirklich nur übel mitgespielt. Da kommt ein Unglück zum anderen, da gibt es einfach... Menschen, die krank wurden, die haben Krebs. Wer soll denn jetzt dieses Geld bezahlen, wenn nicht die Reichen, die Einkommensstarken? Und man hat in den letzten Jahren, das wissen alle, die hier zugucken und im Raum sitzen, man hat in den letzten Jahren die Steuern für die Einkommensstarken und für die Vermögenden reduziert. En masse und en bloc. Man hat die Vermögensteuer auf Eis gelegt, man hat den Spitzensteuersatz reduziert, der schon mal weit über 50% war. Jetzt liegt er bei 43%. Also man hat Steuererleichterungen auch noch für die eingeführt, die durchaus in der Lage wären und auch freiwillig bereit sind, soweit ich das aus meinem persönlichen Umfeld entnehmen kann, mehr Steuern zu bezahlen, dass wir hier wieder einen sauberen Laden kriegen in Deutschland und in Europa. Das Plus, bin ich vollkommen dabei. Das sollte man sich überlegen. Da sollte man sich überlegen, ob man tatsächlich nicht drauf geht, wie es andere Staaten auch machen. Ich glaube, Amerika macht das so ähnlich, dass es die Steuer an der Nationalität angekoppelt ist, an der Staatsbürgerschaft angekoppelt ist. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber ich glaube, was wir direkt machen sollten und müssten, wäre, und das haben Sie eingangs gesagt, wir zahlen viel, viel mehr Steuern für die Arbeit, die wir im Alltag erbringen. Die Arbeiten gehen, die Angestellten, die Arbeiter zahlen bis zu 50% und die Abgaben, was alles dazukommt. Und die Zinseinkünfte, die praktisch risikofrei sind oder egal, ob die Wirtschaft läuft oder nicht, ich bekomme meine Zinsen, die zahlen nur 25%. Das kann nicht sein. Und man sollte doch viel mehr, wenn jemand Eigenkapital gibt, wenn jemand sich an einem Unternehmen beteiligt. Nehmen wir an, Joey, du hast eine Firma, ich beteilige mich dabei. Ich sage, komm, hier hast du jetzt 20.000 Euro.
wenn das gut läuft, bin ich dabei. Wenn du nächstes Jahr kein Geld verdienst, wenn die Firma miese macht, kriege ich auch keine Erträge daraus. Mhm. Das ist klar. Richtig, ja. Habe ich dir aber ein Darlehen gegeben über 20.000 Euro und wir haben 10% oder 5% Zinsen vereinbart, ist mir das vollkommen egal, ob du nächstes Jahr Gewinn oder Verlust machst. Ich kriege mein Geld. Ich kriege meine Zinsen und meinen Gewinn. Der Staat hat letztes Jahr, oder 2009, hatten wir einen massiven Konjunktureinbruch, 2008, 2009, für um die 5%. Und trotzdem, obwohl die ganze Wirtschaft geschrumpft ist, haben alle die, die Anleihen hatten, trotzdem ihre Ausschüttung bekommen. Dividenden, das kann nicht sein. Da. Und deshalb müsste doch dieses Einkommen sogar noch höher besteuert werden, als dieses Einkommen, was man in Unternehmen investiert oder was man aus Arbeit erwirtschaftet. Diese Zinseinkünfte, das ist das Größte für diese wenigen, die so viel Geld haben. Das sind die höchsten Einkünfte. Wir reden über diese berühmte Finanzmarkttransaktionssteuer. Ja, zum Beispiel. Letzter Satz dazu, weil wir sonst zeitlich aus dem Ruder laufen. Es ist schon notwendig, dass es Geld gibt. Es ist auch notwendig, dass es Zinsen gibt. Aber bitte nur eben für Kapital, das man einsetzt, um Produktivvermögen herzustellen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Unternehmen am Leben zu halten. Mhm. Aber nicht einfach nur, damit neues Geld gebiert. Aber wo ist das entscheidend doch ist doch, glaube ich, auch, dass wir Arbeitsplätze schaffen in diesen Ländern. Wir haben heute in Griechenland über 20% Arbeitslose. Bei den jungen Leuten sind es 40% Arbeitslose. Dasselbe in Spanien. Wären Sie bereit, wir haben Griechenland auch erschossen und hingerichtet durch unsere Sparappelle. Absolut. Da macht man die Leute jetzt dieses Geld bezahlen, wenn nicht die Reichen die Einkommen starken. Und man hat in den letzten Jahren, das wissen alle, die hier zugucken und im Raum sitzen, man hat in den letzten Jahren die Steuern für die Einkommensstarken und für die Vermögenden reduziert. En masse und en bloc. Man hat die Vermögensteuer auf Eis gelegt, man hat den Spitzensteuersatz reduziert, der schon mal weit über 50% war. Jetzt liegt er bei 43%. Also man hat Steuererleichterungen auch noch für die eingeführt, die durchaus in der Lage wären und auch freiwillig bereit sind, soweit ich das aus meinem persönlichen Umfeld entnehmen kann, mehr Steuern zu bezahlen, dass wir hier wieder einen sauberen Laden kriegen in Deutschland und in Europa. Das Plus, Tequila, bin ich vollkommen dabei. Das sollte man sich überlegen. Da sollte man sich überlegen, ob man tatsächlich nicht drauf geht, wie es andere Staaten auch machen. Ich glaube, Amerika macht das so ähnlich, dass es die Steuer an der Nationalität angekoppelt ist, an der Staatsbürgerschaft angekoppelt ist. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber ich glaube, was wir direkt machen sollten und müssten, wäre, und das haben Sie eingangs gesagt, wir zahlen viel, viel mehr Steuern für die Arbeit, die wir im Alltag erbringen. Die Arbeiten gehen, die Angestellten, die Arbeiter zahlen bis zu 50% und die Abgaben, was alles dazukommt. Und die Zinseinkünfte, die praktisch risikofrei sind oder egal, ob die Wirtschaft läuft oder nicht, ich bekomme meine Zinsen, die zahlen nur 25%. Das kann nicht sein. Und man sollte doch viel mehr, wenn jemand Eigenkapital gibt, wenn jemand sich an einem Unternehmen beteiligt. Nehmen wir an, Joey, du hast eine Firma, ich beteilige mich dabei. Ich sage, komm, hier hast du jetzt 20.000 Euro. Wenn das gut läuft, bin ich dabei. Wenn du nächstes Jahr kein Geld verdienst, wenn die Firma miese macht, kriege ich auch keine Erträge daraus. Mhm. Das ist klar. Richtig, ja. Habe ich dir aber ein Darlehen gegeben über 20.000 Euro und wir haben 10% oder 5% Zinsen vereinbart, ist mir das vollkommen egal, ob du nächstes Jahr Gewinn oder Verlust machst. Ich kriege mein Geld. Ich kriege meine Zinsen und meinen Gewinn. Der Staat hat letztes Jahr, oder 2009, hatten wir einen massiven Konjunktureinbruch, 2008, 2009, für um die 5%. Und trotzdem, obwohl die ganze Wirtschaft geschrumpft ist, haben alle die, die Anleihen hatten, trotzdem ihre Ausschüttung bekommen. Dividenden, das kann nicht sein. Da. Und deshalb müsste doch dieses Einkommen sogar noch höher besteuert werden, als dieses Einkommen, was man in Unternehmen investiert oder was man aus Arbeit erwirtschaftet. Diese Zinseinkünfte, das ist das Größte für diese wenigen, die so viel Geld haben. Das sind die höchsten Einkünfte. Wir reden über diese berühmte Finanzmarkttransaktionssteuer. Ja, zum Beispiel. Letzter Satz dazu, weil wir sonst zeitlich aus dem Ruder laufen. Es ist schon notwendig, dass es Geld gibt. Es ist auch notwendig, dass es Zinsen gibt. Aber bitte nur eben für Kapital, das man einsetzt, um Produktivvermögen herzustellen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Unternehmen am Leben zu halten. Mhm. Aber nicht einfach nur, damit neues Geld gebiert. Aber wo ist das entscheidend doch ist doch, Sinn glaube ich, auch, dass wir Arbeitsplätze schaffen in diesen Ländern. Wir haben heute in Griechenland über 20% Arbeitslose. Bei den jungen Leuten sind es 40% Arbeitslose. Dasselbe in Spanien. Wären Sie bereit, wir haben Griechenland auch erschossen und hingerichtet durch unsere Sparappelle. Absolut. Da macht man die Wirtschaft eher kaputt. Ich komme dann auch mit. So einen Teil der Strecke würde ich mal mitlaufen. Dann können wir noch mal den Belly laufen. Bin ich mich auch gelaufen. Ja, bitte. Ja?
Ich sage, da im Death Valley bin ich auch gelaufen, 2005. Das haben wir nicht anders erwartet, Freunde. Das haben wir genauso das, vermutet. Das wusste ich nicht. Sie sind da, aber da starten also ganz wenige Frauen. Also ist natürlich im Ultrasport Schwerpunkt Männer, ich sag mal so 70%, 80%. Joey, wir machen das so, ihr lauft einfach hier los und wir treffen uns hier wieder. Das ist einfach, ja, das finde ich eine großartigen Plan. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung, Frau Eichner. Ihnen alles, alles Gute. Auch Joey Kelly, bei Herrn Brust bedanke ich mich sehr, sehr herzlich und bei Dirk Müller. Und wir begrüßen jetzt eine Frau, die ein Phänomen ist. Gerade hat sie mit Dieter Bohlen, man höre und staune, ein neues Album gemacht, hat insgesamt 10 Millionen Tonträger in ihrer Karriere schon verkauft. Andrea Berg, eine ehemalige Krankenschwester, die für die siechende Musikindustrie im Grunde gewirkt hat wie eine rettende Infusion. Ja, Sissi, wir begrüßen Sie sehr, sehr herzlich. Andrea, schön. Wir waren letztes Mal beim Du, ne? Ich glaube, ja. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Eines der seltenen Fernsehinterviews, das wir heute wieder erleben. Und ich bin überrascht. Neues Album gemeinsam mit Dieter Bohlen. Zwei Alphatiere. Wie geht das zusammen? Erstmal bin ich ja kein Alphatier, sondern ich ziehe mich dann gerne mit weiblicher Intelligenz zurück. Ja. Auf der anderen Seite ist Dieter Bohlen ein Mensch, der mir musikalisch wirklich sehr liegt. Also er hat so eine emotionale Musikalität, er hat so eine Menschlichkeit und er ist vor allen Dingen echt. Bei dem weißt du immer, wo du dran bist. Ich habe erst gedacht, Mensch, hat sie das Buch von Thomas Anders nicht gelesen, als ich von dieser Zusammenarbeit hörte? Also ich weiß ja, dass Dieter vor Jahren auch schon mal ein paar Bücher geschrieben hat. So hauen die sich gegenseitig ihre Bücher um die Ohren, aber lass sie sich austoben. Ich bin ein Mensch, der immer gerne Frieden macht. Denn eine herrliches T-Shirt, Gitarrist von Thomas Anders. Wo? Stand da, wir zeigen dir das Bild nochmal. Schau mal hier. Schau mal. Den müsst ihr rausschneiden, sonst kriegst du Gitarrist von Thomas Anders, der hat er selber getragen. Siehst du? Das ist auch eine wunderbare Eigenschaft von ihm. Er kann über sich selber lachen. Das finde ich gut. Ja, wie hier zu sehen. Und dass er sensibel ist, kann ich mir übrigens auch sehr gut vorstellen, wenn man Musik macht, wenn man ja dann auch Emotionen und Gefühle zulassen muss, muss man ja zweifellos ein sensibler Mensch sein. Aber wie läuft so eine Zusammenarbeit dann? Also diskutiert man dann aus, wenn es an einer Ecke mal hakt oder setzt man sich dann durch? Wie macht man das? Wir reden miteinander. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, miteinander zu kommunizieren. Er schreibt wunderbare Melodien für mich, die mir wirklich auch... Ich sehe Bilder, ich sehe Geschichten und ich schreibe dann schöne Texte dazu. Und das ist wirklich, wir gehen ehrlich miteinander um. Und das ist auch das Interessante daran, dass er aus mir auch was heraus... Extreme Steuerumverteilungen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir sind wieder am Ende dieses Zyklus angelangt. Und jetzt kommt dieser Umbruch von oben nach unten. Und es gibt dieses Beispiel, dieses Josefspfennig, den Sie zitiert haben, einmal bei uns in der Sendung. Das ist ein extrem eindrucksvolles Beispiel, wenn es darum geht, zu verstehen, was der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins ist. Also, wenn Josef für Jesus damals in Galiläa einen Eurocent angelegt hätte, vor 2000 Jahren in etwa, nach allem, was wir wissen, was wäre dann passiert, wenn der sozusagen die Kohle einfach irgendwo vergessen hätte und das Ding hätte sich immer weiter vermehrt? Zins und Zinseszins. Machen wir doch mal die Frage ins Publikum. Fragen wir doch mal rum. Was würde passieren, wenn der Josef vor 2000 Jahren für seinen Sohn Jesus einen einzigen Eurocent angelegt hat? 5% Zinsen, 2000 Jahre und es verzinst sich jedes Jahr neu. Komm, Joey, auf. 1,2 Millionen Euro. Wieder 1,2 Millionen, sagt er. Frau Eichner, was bieten Sie? Keine Ahnung. Lassen Sie mal eine Zahl raus. Ein Eurocent. 4 Millionen, sagt Frau Eichner. Aber sind wir schon nah dran? Nicht ein Euro oder ein Eurocent? Ein Cent. Ein Cent, okay, dann 120.000. 120.000. Herr Prost, was glauben Sie? Also ich habe ja nur mittlere Reife in der Realschule. Wir haben ja damals noch die Exponentialrechnung gelernt. Ja, genau. Ja, sehr gut. Und da geht es natürlich richtig ab. Unser Lehrer hat es in Bayern immer so erklärt, da wo der Teufel hingeschissen hat, wird der Haufen automatisch immer größer. Ja, das ist ganz genau. Hat der Lehrer recht. Das ist auch der Zinseszins daneben. Ja. Wie viel ist es? Also, mit 120.000 Euro waren wir knapp dran. 195 Millionen Weltkugeln aus purem Gold. Nach den aktuellen Kursen. Die gesamte 195 Erde. Millionen Weltkugeln aus purem Gold. Wer es gerne wärmer hätte, 88.000 Sonnen. Die Zahlen, ich habe sie lange nicht durchgerechnet. Kommt ein paar Monde, je nach Wechselkurs. Moment, aber jetzt die Frage, was passiert, wenn du die Zinsen sozusagen jedes Jahr abhebst? Exakt.
fährst schön in jetzt Urlaub nach Judäa. Also Jesus fährt von Galiläa rüber nach Judäa, See Genezareth oder wohin auch immer, macht ein bisschen frei und fährt wieder nach Hause. Und das ist nämlich die spannende Frage, weil obwohl ihr wusstet, es kommt eine große Zahl bei raus, keiner konnte sich diese Dimension vorstellen. Weil wir sind nicht in der Lage, exponentiell zu denken. Das menschliche Gehirn kann das nicht. Wir sind darauf eingestellt, linear zu denken. Und wenn wir diese lineare Probe machen, was passiert, wenn der jedes Jahr den Zins abhebt? Er lässt den Cent stehen, der verzinst sich immer, aber jedes Jahr hebt er die Zinsen ab und legt es unter das Kopfkissen. Was kommt dann raus? 2000 Jahre später. 2000 Jahre später. Joey, Tipp? Ein einziger Euro. Nur ein Euro. Ein Euro, ja. Der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins ist ein Euro zu 195 Millionen Weltkugeln aus Gold auf 2000 Jahre. Und das, wenn man das verstanden hat, dann weiß man das Grundproblem unseres Wirtschaftssystems, warum das gar nicht unendlich funktionieren kann. Es muss immer wieder kollabieren. Kommt aus den Landesbanken, das sind unsere Gelder. Das ist Volksvermögen, das hier verballert und verblödelt wird. Dirk Müller, wir wollen heute auch ein bisschen was verstehen über diese. Wir wollen heute, deswegen haben wir gesagt, wir holen uns mal zwei schlaue Männer, die uns das mal runterbrechen können, so dass wir, die wir nicht mit diesen Summen natürlich jonglieren können, dass wir das auch mal verstehen, was da passiert. Er hat gerade ein Stichwort genannt und sagte gerade Zinsen, Rendite. Sie bringen regelmäßig dieses interessante Beispiel über den Josefspfennig. Können Sie uns das noch einmal runterbrechen? Was bedeutet das in der Welt von heute? Das mache ich sehr gerne. Wenn wir diese Problematik verstanden haben, dann haben wir den Kern unseres Finanzsystems, unsere Problematik verstanden und dann können wir uns die Dinge außenrum viel leichter erklären. Dauert vielleicht eine Minute länger, aber ich glaube, es wäre wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Ich kann alles unterschreiben, was Herr Brost eben gesagt hat, passt perfekt. Und der Zins ist genau das große Problem. Alles Geld, was wir im Umlauf haben, ist Schuld. Geld entsteht in unserem System, indem jemand einen Kredit aufnimmt. Nur so entsteht Geld. Das bedeutet, allem Geld steht ein Kredit gegenüber und umgekehrt. Wenn Amerika 14 Billionen US-Dollar Schulden hat, der Staat, dann hat irgendjemand anders 14 Billionen Guthaben. Wenn Deutschland 42 Milliarden Zinsen jedes Jahr zahlt, bekommt irgendjemand anders 42 Milliarden Zinsen gutgeschrieben. Jetzt könnte man sagen, dann ist doch alles prima, weil das gleicht sich ja aus. Mhm. Wir haben in Deutschland 2 Billionen Euro Schulden des Staates, offiziell. Mhm. Und wir haben 5 Billionen Euro Geldvermögen der privaten Haushalte. So weit, so gut. Könnte man sagen, alles klasse. Läuft. Aber das Perfide an unserem System ist, dass sich dieses Geld im Laufe der Jahrzehnte bei ganz wenigen Menschen zusammenballt und die Masse der Menschen davon gar nichts hat. Von diesen 5 Billionen hat die Hälfte der Bundesdeutschen gar nichts. Unter 4%. Ja. Und die reichsten 10% haben den allergrößten Teil. Aber die Bürger, die Masse der Menschen, muss diese Zinsen erwirtschaften, erarbeiten. Mhm. So wie Herr Broster sagt, in der Fabrik, in ihrem Job. Warum? Die eigenen Zinsen fürs eigene Geld, für die eigenen Schulden, die zahlt man sowieso, ist klar. Die des Staates, ja, der Staat hat in ihrem Namen ja jede Menge Geld aufgenommen. Für das bürgen sie, deshalb sind sie die Bürger. Und als Bürger müssen sie nicht nur bürgen, sie müssen auch diese Zinsen jedes Jahr bezahlen über ihre Steuern. Und die Zinsen des Unternehmens, wenn der Herr Brost Geld aufnimmt, um Fabriken zu bauen, um was zu produzieren, und er muss einen Kredit aufnehmen, ja, die Zinsen werden natürlich auf das Produkt umgerechnet. Also beim Einkauf zahlen sie die Zinsen der Industrie mit. Wir zahlen immer mit? Für den Bürger spielt es gar keine Rolle, wo im System die Zinsen und die Schulden liegen. Er zahlt es immer. Und jetzt kommt es spannend. Solange der Bürger weniger Geld für sein eigenes Angelegtes bekommt, als er auf der anderen ging, musste er in Lagerhallen Regale einräumen, um die Verluste wieder wettzumachen. Herzlich willkommen dem Bestseller-Autor und Börsenprofi Mr. DAX, Dirk Müller. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, und noch einer, der sich mit Geld ausgesprochen gut auskennt. Als Kind lief er zweimal pro Stunde mit einem Hut durch die Menge, um Geld für seine Familie einzusammeln. Vielleicht war es die harte Schule auf der Straße, die ihn später als Sportler so zäh gemacht hat. Bei einem Lauf in der kalifornischen Wüste pinkelte er nur noch Blut. Bei einem Lauf durch die marokkanische Wüste wollte ihn eine junge Frau plötzlich heiraten. Beides war ihm relativ unheimlich. Doch der Lauf seines Lebens führte quer durch Deutschland. 900 Kilometer, kaum Wasser, noch weniger Essen. Zitat, ich habe gelernt, selbst dann noch weiter zu laufen, wenn der Körper vor Hunger nicht mehr kann und längst aufgegeben hat. Das ist ein unfassbarer Sieg
über mich selbst. Darüber hat er ein tolles Buch geschrieben und ich freue mich, dass er da ist. Ein echter Freund. Hier ist Joey Kelly. Joey, schön, dass du da bist. Ja. Und die große Frage ist natürlich, können wir das eigentlich alle über uns hinauswachsen? Sie sagt ja, mit Eiter im Fuß, mit wahnsinnigen Schmerzen, vor allem aber mit 70 Jahren ist sie gerade einen Ultramarathon gelaufen, vom Schwarzwald bis zum Brandenburger Tor in 13 Tagen fast 800 Kilometer. Sie sagt, ich habe 4 Schrauben im Rücken, 2 im Bein, aber keine im Kopf. Herzlich willkommen, Sigrid Aigner. Schön, dass Sie da sind. Und später bei uns in der Sendung begrüßen wir Andrea Berg mit einem ihrer seltenen Interviews. Auch darauf freuen wir uns. Zunächst aber direkt die Frage an Herrn Prost. Heute der griechische Premier Papandreou vor dem BDI gesprochen. Was würden Sie den Griechen als mittelständischer Unternehmer raten, um zu sagen, so kommt ihr raus aus der Misere? Was ist notwendig aus Ihrer Sicht? Nun, ich denke, es ist keine griechische Misere, sondern es ist eine europäische Misere. Aus meiner Sicht wird Europa, die Länder, die Völker, die Nationen werden angegriffen von diesen sogenannten Finanzmärkten. Mhm. Dahinter stecken aus meiner Sicht Spekulanten, Zocker an den Börsen, Geldgangster, Finanzterroristen, Sie haben es richtig gehört, so sehe ich diese Gruppe von Menschen und von Institutionen, von Banken, von Investmentbankern, die diese Welt erpressen, die diese Staaten in Geiselhaft genommen haben, die unseren Politikern diktieren, wo es lang geht. Das heißt, egal ob Frau Merkel oder Herr Schäuble oder auf die Kavallerie der SPD, aber der Steinmeier macht ja auch nichts. Also ich meine, wir brauchen mehr staatlichen Einfluss, auch im Bankenwesen. Es kann doch nicht sein, dass die Finanzwelt, die Finanzwirtschaft, die ja mit unserem Geld arbeitet, mit unseren Steuergeldern, das ja gedruckt wird von den Landeszentralbanken, dass diese Banken und bankähnlichen Gebilde zocken, spielen und wir hinterher die Wettschulden übernehmen müssen mit unseren Bürgschaften. Das geht doch nicht. War nicht so wer außer dem Staat oder außer den Staaten weltweit, das muss auf internationaler Ebene geschehen, soll denn diese Finanzterroristen einfangen und wieder kontrollieren? Es müssen Produkte verboten werden, die heute an den Börsen gehandelt werden. Herr Müller, da stimmen Sie mir zu. Das sind gemeingefährliche Produkte, die da gehandelt werden. Beispiel, machen Sie es einmal konkret. Wetten auf Lebensmittel, Wetten auf steigende Rohstoffpreise, die ganze Industrie weltweit, nicht nur die gut lebende Deutsche. Habe ich neulich Rohstoffe, Öl, Kupfer, Gold, Silber. Wetten auf den Tod amerikanischer Rentner. Darauf, das kenne ich nicht. Das gibt's auch. Das wird immer schlimmer. Das ist ein Finanzproblem. Vor Jahren hatten wir es ja schon in der Sendung gehabt, wo wir gegen die Spekulation mit Lebensmitteln ausgesprochen haben. Das gehört einfach schlichtweg verboten. Absolut. Das muss verboten werden. Genau, das kann doch nur die Regierungen. Das können doch nur die Regierungen machen. Wer denn sonst noch? Vollkommen richtig. Lass mich noch mal eins sagen. Und dann behaupten unsere Politiker immer, wir müssen also die Märkte beruhigen und Vertrauen schaffen. Und deshalb tun die alles dafür. Das ist wirklich, als ob sie ihren Geisel nehmen, um Hilfe bitten. Die Politiker müssten den Einhalt gebieten und sagen, wir haben ja starke eine europäische Zentralbank meinetwegen, die Geld drucken kann, die Finanzen und die Liquidität so weit zur Verfügung stellt. Denn wo wollen denn diese Banken, die Investmentbanken, ihr Geld anlegen? Sie haben es vorher richtig gesagt, die Schulden des einen sind die Vermögenswerte, Einkommen und die Werte des anderen. Wo wollen denn diese Investmentbanker ihr Geld ausleihen, wenn nicht mehr an Staaten? So, jetzt Herr Prost, wo wir Sie hier sitzen haben. Sie sind sozusagen der Sprecher jetzt, sage ich mal, dieses viel zitierten deutschen Mittelstandes. Familienunternehmen, da geht es um Tradition, da geht es um Werte, da geht es um so altmodische Dinge wie Anstand. Ist das ein richtiges Bild oder ist es auch so, dass auch dieser berühmte Mittelstand beispielsweise sein Geld ähnlich wie der griechische Mittelstand gerne nach Liechtenstein, Schweiz, sonst wohin schafft und alles tut, um nicht in diesem Land versteuern zu müssen? Also die Steuermoral ist in Deutschland unter die Räder gekommen. Steuerhinterziehung, Steuerumgehung, Steuerschlupflöcher nützen ist Volkssport geworden. Das fängt bei der Schwarzarbeit an. Ich habe Ihnen das letzte Mal erzählt, dass mein Sohn Benjamin Maurer wurde. Der ist jetzt gerade mal 14 Tage im Geschäft und erzählt mir schon, dass er schwarz arbeiten gehen könnte. Und denkt sich nicht einmal was dabei. Sei Bub, das ist Da
Es ist falsch, ein würdiges Leben führen zu können. Aber Sie haben da auch Menschen, darauf spiele ich an die ganze Zeit, auch Menschen, die sozusagen Opfer dieses völlig entfesselten Kapitalismus geworden sind. Menschen, die dann da stehen und sagen, ich kann meinen kleinen Kredit nicht mehr abstottern, weil die Bank von mir 18% Zinsen will. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die werden ein Opfer unserer ganzen wirtschaftlichen Machenschaften. Die sind diesen Finanzterroristen dann im Kleinen ausgeliefert. Die gehen zur Bank, überziehen ihr Konto, weil sie es halt nicht besser wissen, weil der Strom sonst abgestellt wird. Da haben wir heute früh erst wieder jemanden gehabt. Das ist eine Frau, die alleinstehend ist, Kinder aufziehen will. Und nun wird ihr halt, weil sie das Geld nicht hatte, um ihren Strom zu bezahlen, der Strom abgestellt. Und dann gibt man halt ein Geld. Das ist einfach so. Und mir geht es relativ gut. Ich habe viel Glück gehabt in meinem Leben. Und jetzt darf ich geben und muss nicht mehr nur nehmen. Und das erfüllt meine Kerstin und mich mit großer Freude und Befriedigung. Das ist zum ersten Mal, dass ich auch spüre, wie Geld Sinn machen kann. Nicht indem man sich etwas kauft oder indem man Geld für sinnlose Dinge ausgibt, sondern indem man anderen Menschen einfach hilft. Das ist ein Akt der Nächstenliebe. Das dient auch meiner persönlichen, wissen Sie, ich möchte nicht als Arschloch sterben. Und darum tun wir das. Ich lebe eigentlich in zwei Welten. Auf der einen Seite diese Geschäftswelt, da ist sehr viel Glanz und Show dabei. Hinter den Kulissen schaut es oft ganz anders aus. Und auf der anderen Seite habe ich immer noch meine Füße auf dem Boden. Ich habe 550 Kolleginnen und Kollegen in der Firma. Da gibt es die gleichen Schicksalsschläge wie im normalen Leben auch. Da gibt es einfach Not und Krankheit und Tod und finanzielle Probleme. Und da will ich helfen. Das ist auch nicht, weil ich die Welt verbessern will. Ich will nur etwas Leben verbessern von den Menschen, die es einfach nicht so gut erwischt haben in unserer Zeit. Wenn jetzt Frau Merkel anrufen würde und würde sagen, Herr Prost, ich brauche Ihre Hilfe. Haben Sie mal ein paar Ideen? Hat die Frau Merkel macht einen Fehler, die ruft immer den Herrn Ackermann an und fragt, was er macht. Und da kommen wir nochmal auf diese Verwirrungen in unserer Finanzwelt zurück. Da macht die Frau Merkel dann den Bock zum Gärtner. Denn der Ackermann mit seiner Deutschen Bank ist einer dieser Finanzakteure, der dazu beiträgt, dass in der Welt Arbeit nicht mehr ordentlich bezahlt wird, dass aber Spekulation, Geld anlegen über Zinsen und Zinseszinsen und Gewinne aus leistungsloser, anstrengungsloser Geldanlage besser honoriert wird, auch steuerlich nicht so belastet wird wie Arbeit. Wenn wir gescheit arbeiten, zahlen wir bis zu 45%. Wenn wir unsere Millionen für uns arbeiten lassen, dann zahlen wir nur 25% Abgeltungssteuer. Die Politik dient nur noch dem Kapital. Die Politik dient nicht mehr den Arbeitern, nicht mehr dem Mittelstand und nicht mehr den Unternehmen. Entweder haben sich die Jungs und die Dame... Und ich habe auch einen Bauernhof. Und langfristig, in nicht viele Jahren, bin ich in der Lage, falls wirklich das Geld nicht mehr wert ist... Kaufst du mir eine Kuh? Nein, ich habe dann halt Möglichkeit, Tiere und halt, wir haben jetzt schon Gemüse und Obst und durch Solar und minimale, sag ich mal, Ausgaben an Nebenkosten halt wirklich in Deutschland, in diesem wunderschönen Land halt zu leben. Und zusätzlich, ich bin keiner, der auf der Börse geht. Ich bin jemand, der sehr konservativ sein Geld anlegt. Ich glaube, in guter Lage Immobilien in Deutschland ist es eine tolle Zeit halt zu kaufen. Ich glaube, dass man halt sein Geld verdient mit harter Arbeit, so wie ich das mache. Und extrem konservativ und lieber halt von das, was ich tue, auch gut verdient. Und das ist mein Weg. Und komplett bankenfrei. Keine Schulden. Keine Schulden. Das ist der Weg. Und genau auf Punkten achten, Nebenkosten. Dass man genau wirklich weiß, was habe ich eigentlich für Ausgaben. Und Kleinigkeiten wie zum Beispiel, warum muss ich ein neues Auto kaufen? Nein. Ein gebrauchtes Auto von ein, zwei Jahren reicht doch vollkommen. Der kostet doch nur die Hälfte. Und viele Sachen... Es gibt viele Wege und das ist mein Ziel, einfach komplett frei zu sein. Und ich brauche keinen Luxus, ich brauche kein dickes Auto, ich brauche einfach sagt, ein normales Gut. Sagt ja? der Mann, der auf einem Schiff groß geworden ist, dessen Kiel beschwert worden ist mit einer beeindruckenden Münzsammlung von wie viel Gegenwert? Eine Million D-Mark. Eine Million also DM. 500.000 Euro, so ungefähr. Plus, minus null. Also es war, gut, wir waren früher, wir haben mit der Kelly-Familie, ne, wenn man die noch kennt. Also ich gehörte dazu, ich war eine von... ja, ich war...
Wir waren sehr viele, ne? Fast 100, nicht 100, aber wir waren 9 oder 12 und ich war einer davon und ich habe halt irgendwie, ja, ich habe mich immer gerne um Geld gekümmert und das hat mich Spaß gemacht. Man hat mich als klein und ich sah das immer sehr positiv, heute noch. Ich war der Jude der Familie, der halt immer das Geld gesehen hat und gesammelt hat und etc. und dafür weniger gesungen. Also dafür weniger gesungen? Ja, weil ich das Geld immer sammeln müsste. Zweimal eine Stunde rumgehen mit dem Korb. Ne? Das war 8 Jahre mein Job und später habe ich dann das Glück gehabt. Und Glück zum Beispiel, Sie haben nicht viel Glück, Sie haben Ihren Glück gefordert. Mhm. Nur wer Glück fordert, bekommt auch Glück. Das ist der Weg. Ich meine, das, was Sie gemacht haben, schaffen, vorbildlich, auch diese Stiftung zusätzlich, das ist absolut Wahnsinn. Also das ist wirklich, von Sie können viele halt sich abgucken. Das finde ich großartig. Und ich zahle viele Steuern in Deutschland, ja. Und ich bin auch bereit. Ich bin auch bereit, noch mehr zu zahlen, wenn das so ist. Ne? Mhm. Aber vielleicht, ich weiß nicht, gibt es einen anderen Weg, wie man halt die reichen Deutschen, die gehen, ne, irgendwie zurückgewinnt. Mhm. Vielleicht gibt es da einen Zwischenweg. Vielleicht gibt es so, so Hunters, die halt diese Leute irgendwie ködert, zurückbringen und sagt, pass mal auf, Leute, ihr könnt hier eure Steuern zahlen. Vielleicht nicht ganz so wenig wie in der Schweiz, aber vielleicht gibt es da einen Zwischenweg. Ich bleib zahlen das Weltbruttosozialbrutto, also alles, was die Menschen in dieser Welt erschaffen an Produkten und an Dienstleistungen, sind um die 70 Billionen US-Dollar. Das ist so eine Zahl rund und roh. Der gleiche Wert für Kapitalmarkttransaktionen, also Zinsen, Geld anlegen, Anleihen, Aktien, Börsengeschäfte, Dealen, Zocken, ne, beträgt das 25-fache. Ja. Und dies ist alles unkontrolliert. Deshalb spreche ich von einer globalen Macht, Kapitalmafia. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. War sehr erkenntnisreich. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne Joey Kelly zu uns in die Runde holen und Frau Eichner natürlich. Joey, bevor wir gleich darüber reden, warum du diesen Deutschlandlauf gemacht hast und was der dich vor allen Dingen über dich erzählt hat, würde ich gerne noch einmal von dir wissen, wie legst du dein Geld an? Wie machst du das? Also mein Ziel ist, ich habe zum Beispiel einen Vortrag von Reinhold Messner gehört und der hat zum Beispiel 2 eigene Bauernhofs, wo der komplett Selbstversorger ist. Und ich habe auch einen Bauernhof und langfristig in nicht vielen Jahren bin ich in der Lage, falls wirklich das Geld nicht mehr wert ist. Kaufst du dir eine Kuh? Nein, ich habe dann halt Möglichkeit Tiere und halt, wir haben jetzt schon Gemüse und Obst und durch Solar und minimale, sag ich mal, Ausgaben an Nebenkosten halt wirklich in Deutschland, in diesem wunderschönen Land halt zu leben. Und zusätzlich, ich bin keiner, der auf der Börse geht. Ich bin jemand, der sehr konservativ sein Geld anlegt. Mhm. Ich glaube, in guter Lage Immobilien in Deutschland ist es eine tolle Zeit halt zu kaufen. Ich glaube, dass man halt sein Geld verdient mit harter Arbeit, so wie ich das mache. Und extrem konservativ und lieber halt von das, was ich tue, auch gut verdient. Und das ist mein Weg. Und komplett bankenfrei. Keine Schulden. Keine Schulden. Das ist der Weg. Und genau auf Punkten achten, Nebenkosten. Dass man genau wirklich weiß, was habe ich eigentlich für Ausgaben. Und Kleinigkeiten wie zum Beispiel, warum muss ich ein neues Auto kaufen? Nein. Ein gebrauchtes Auto von 1-2 Jahren reicht doch vollkommen, der kostet doch nur die Hälfte. Und viele Sachen. Es gibt viele Wege und das ist mein Ziel, einfach komplett frei zu sein. Und ich brauche keinen Luxus, ich brauche kein dickes Auto, ich brauche einfach ein normales Gut. Sagt der Mann, der auf einem Schiff groß geworden ist, dessen Kiel beschwert worden ist mit einer beeindruckenden Münzsammlung von wie viel Gegenwert? 1 Million D-Mark. 1 Million also DM. 500.000 Euro, so ungefähr. Plus, minus, null. Also es war, gut, wir waren früher, wir haben mit der Kelly Family, ne, wenn man die noch kennt. Also ich gehörte dazu, ich war einer von... Wir waren sehr viele, ne? Fast 100, nicht 100, aber wir waren 9 oder 12 und ich war einer davon und ich habe halt angefangen mit 68 Marathon zu laufen. Und der hat dich mitgezogen, ja? Ja. Der ist nicht langsam, also der hat schon einen Schnitt von so 6,5, 7er Schnitt, also was bewundernswert ist das. Hysterie des Körpers heißt dieses Buch, das du darüber gemacht hast. Ich fand ein völlig überfälliges Buch, um einfach mal ein bisschen was aus deiner Gedankenwelt auch zu erfahren, in dem du unter anderem auch beschreibst, wie du bei einem Lauf in der kalifornischen Wüste Blut gepinkelt hast. Ja, es ist so. Also es gibt einen Wettkampf in den USA, den ich dieses Jahr wieder gemacht habe. In Death Valley, im Tal des Todes. Das sind 135 Meilen, 217 Kilometer nonstop mit 6.500 Höhenmeter. Jetzt am 11. Juli bin ich da gestartet wieder. Das war mein 10. Wüstenlauf. Und da ist es 48 bis 52 Grad im Schatten. Aber es gibt keinen Schatten.
Man läuft nur in der Sonne, ist klar. Das ist ein Wüstenlauf, ne? Und damals bin ich halt bei meinem ersten Nonstop-Ultra. Ne, davor hatte ich halt Ironman, so ein dreifach Ironman und Ultras in Etappen. Und jetzt kam der erste Wüste-Ultra nonstop. Und da habe ich dann halt bei Kilometer 130, 150 halt dann irgendwie gemerkt, ja, ich muss auf Flo. Und dann kam halt, das ist natürlich nicht ungefährlich. Dann habe ich gemerkt, ich bin zu schnell. Mein Körper ist noch nicht bereit. Ich habe damals 55 Stunden und 8 Minuten gebraucht für die Distanz. War im Mittelfeld, okay. Wenn man aber unter 48 Stunden reinkommt, bekommt man auch zusätzlich nicht nur eine Medaille, sondern auch einen Backel. Ne? Und ein Freund von mir, ein Freund von mir hat 2-3 Stück. Ne? Der macht das jedes Jahr. Ne? Ich mache hier andere Wüsten. Ich war in der Gobi-Wüste mittlerweile, in der Atacama, in Australien und überall. Und jedes Mal, wenn er mich besucht hat, der Eberhard, der hatte dieses Backel angezogen. Und das hat sehr genervt. Und der hat immer geguckt und gesagt, Joey, ich habe irgendwas, was du nicht hast. Ich weiß auch nicht. Und bin dieses Jahr dahin gegangen wieder, halt nur dieses Backel zu bekommen, und es hat geklappt. Ich war 11 Stunden 46 schneller als vor 10 Jahren und bin auch 10 Jahre älter. Und was mache ich anders? Ich trainiere nicht viel anders. Ich vorbereite mich einfach besser. Ich auf den Punkt, ich kann mich besser quälen und hatte keine Probleme. Der Körper im Alter, im Ultrabereich, ist stark ohne Ende. Und sie ist das beste Beweis. Das ist absolut Wahnsinn. Mein höchstes Respekt. Ich bin Ihren größten Fan. Großartig. Also, Franka, wenn Sie beide sich netterweise für uns mal zusammentun, dann werden wir das begleiten und dann sehen wir euch beide. Ich komme dann auch mit. So einen Teil der Strecke würde ich mal mitlaufen. Dann können wir noch mal den Belly laufen. Bin ich mich auch gelaufen. Gerne. Bitte. Ja? Ich sage, da im Dead Valley bin ich auch gelaufen, 2005. Das haben wir nicht anders erwartet, Freunde. Das haben wir genauso vermutet. Das wusste ich nicht. Sie sind da, aber da starten also ganz wenige Frauen. Also ist natürlich im Ultrasport Schwerpunkt Männer, ich sag mal so 70%, 80%. Joey, wir machen das so, ihr lauft einfach hier los und wir treffen uns. Weiß ich es. Das ist etwas, was, wenn man es so selbstbestimmt und so bis zum Schluss mit Glauben erfüllt, dann ist es schön. Wie bereitet man sich denn darauf vor? Ich will jetzt ungern sozusagen sehr weit in diesen sehr intimen Bereich hineingehen. Aber wie bereitet man sich darauf vor, wenn du weißt, der Vater hat nur noch wenige Tage, nur noch wenige Stunden? Wie macht man das? Welche Gespräche führt man mit dem? Lacht man mit dem? Weint man mit dem? Redet man alles nochmal durch? Wie macht man das? Wir haben zum Schluss über Fußball geredet. Das war Samstagnachmittag und wir haben über Fußball gesprochen, weil der VfB Stuttgart spielte zu Hause. Und das ist schön. Es war bis zum Schluss, war es voller Leben, war es voller Lachen. Am Tag davor waren viele Mädchen, also viele Damen in seinem Zimmer. Und mein Vater hat noch so gescherzt, mein Gott, 4 Frauen auf einmal. Um Gottes Willen, dafür bin ich zu alt. Also es war Leben drin, es war Leben drin, es war Lachen drin. Und das war mein Vater. Der hat es bis zum Schluss in der Hand gehabt. Der hat alles geklärt, der hat alles erledigt. Der war so im Reinen, in dieser Ruhe, in diesem wunderbaren Seelenfrieden. Und das hat uns alle sehr getröstet, weil wir haben wirklich die Chance gehabt, und das ist auch ein großes Geschenk, es gibt Menschen, die sterben einfach. Die sind einfach weg. Und du kannst ihnen nicht mehr das sagen, was du sagen wolltest. Deswegen ist in unserer Familie auch immer wichtig, sich ordentlich zu verabschieden, nie im Streit auseinanderzugehen. Und das hat uns mein Papa alles beigebracht. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Wenn du die Chance hast, dann zwar Abschied zu nehmen, dann kommt ja trotzdem danach die Frage der Trauer. Ich lese gelegentlich mal die Apothekenrundschau. Da stand eine sehr interessante Studie drin. Da stand drin, dass die Hälfte aller Deutschen nicht weiß, wie man mit einem trauernden Menschen umgeht. Erlebst du das auch so? Dass Leute entweder es wegschweigen oder besonders hysterisch sind, besonders fröhlich, so aufgesetzt fröhlich, weil sie wissen, dass du gerade etwas zu bewältigen hast, mit dem sie nicht so richtig klarkommen. Ich habe ja nun viele Menschen auch in der Trauer begleitet. Und deswegen, es heißt ja auch Trauerarbeit, weil es ist wirklich etwas, was man verarbeiten muss, was jeder Mensch für sich selbst verarbeitet. Der eine versucht, es wegzustecken. Wichtig ist für mich, denke ich, damit offen umzugehen. Wichtig ist für mich, einen Menschen auch mal an die Hand zu nehmen. Ich kann einen Menschen dann auch mal in den Arm nehmen. Ich kann auch mit Angehörigen mal weinen, wenn es nötig ist. Ich habe eine wunderschöne Geschichte aus dem Hospiz. Wir hatten ein Sommerfest im Hospiz und es war dort spielte eine Band.
Und da war, die Hospizleiterin machte mich darauf aufmerksam, schau mal, das Mädel da, deren Vater ist letzte Woche hier gestorben und die ist heute hierher gekommen, weil viele Menschen hängen ja dann auch an diesem Ort und kommen wieder zurück. Und vielleicht ist das auch gut. Eine Familie und die Energie, die Liebe, die geht ja nie weg. Mhm. Ich habe, das haben mir die Menschen immer erzählt. Und ich habe eigentlich wirklich immer gedacht, ja, bestimmt, muss so sein. Und jetzt weiß ich das. Das ist schön. Mhm. Gibt in dem Zusammenhang auch noch eine andere Geschichte, auf die ich kurz zu sprechen kommen möchte, weil sie sozusagen im Diesseits spielt. Deine Eltern sind im März vergangenen Jahres sehr schwer verunglückt. Und dein Vater ist wenige Tage nach diesem Unfall gestorben, wenngleich das nicht ursächlich zusammenhing. Deine Mutter ist bei dieser Gelegenheit sehr schwer verletzt worden und sozusagen in den Zustand eines Kleinkindes zurückversetzt worden. Extrem pflegebedürftig. Wie schwer fällt einem das, als erwachsene Tochter plötzlich die Mutter so zu pflegen und Dinge an ihr zu tun, die Mütter sonst für ihre Säuglinge machen? Wir sind schon immer so ganz eng miteinander gewesen. Und ich habe ja aus der Pflege auch all das gekonnt, auch anfassen, einen Menschen auch anfassen und auch einen Menschen pflegen und berühren. Das ist ja für mich was meine Passion ist, was meine Berufung ist. Nur wenn das dann dein Mütterlein ist, was ja ein Mütterlein ist, ja, die wird nicht alt, die ist unverwundbar und plötzlich hast du so deine Mama da liegen. Aber meine Mama hat sofort, als sie die Augen aufgemacht hat, hat sie gesagt, Mädchen, ich schaff das, ich komme hier wieder raus. Mhm. Und siehst du, meine Mama lügt nicht. Gabi Köster hat das jüngst in einem Interview erzählt und schilderte, wie schwer es ihr gefallen ist, sich von ihrem Sohn bei so intimen Dingen wie Toilettengang zum Beispiel helfen zu lassen. Das ist sicherlich schwierig, aber wie gesagt, wir sind ganz eng miteinander und wenn nicht, ich, wer dann? Und von deiner Seite kein Problem, wie ist es von ihrer Seite? Ist sie bereit, dann diese Hilfe anzunehmen, das auch zuzulassen? Oder ist das eine Form von, ich sage jetzt mal, Demütigung, die dann Menschen, die jemand selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben geführt haben, ja gar nicht wollen und damit schlecht umgehen können? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wir waren wirklich immer in der Gewissheit, dass wir aus dieser Sache gemeinsam mit Energie, meine Tochter ist ja auch noch dabei, wir sind so drei. Meine Mama hat auch wirklich diese Energie meiner Tochter gegeben und hat gesagt, du mach dir keine Sorgen. Irgendwann machen wir wieder Quatsch. Und sie hat sehr, 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 sehr schnell auch wieder gelacht und Blödsinn gemacht. Und das ist eben meine Mama. Die ist so stark und gibt so Gas. Und gestern habe ich sie angerufen, weil ich musste ja jetzt einen Augenblick alleine lassen und dann sag ich, was machst du? Ja, ich mache hier Soße gerade. Wie, du machst Soße? Ja, ich habe einen Rinderbraten gemacht. Ich mache jetzt so. Sag ich, wie machst du das? Das ist doch kein Problem. Ich fahre mit dem Rollstuhl bis zum Herd, dann drücke ich mich hoch und jetzt mache ich die Soße. Wir müssen doch was essen. Das ist meine Mama. Ja, herrlich. Ja, das ist schön. Ja, letzte Frage. Auch jetzt mit Blick auf diese. Und so bis zum Schluss mit Glauben erfüllt, dann ist es schön. Wie bereitet man sich denn darauf vor? Will jetzt ungern sozusagen sehr weit in diesen sehr intimen Bereich hineingehen. Aber wie bereitet man sich darauf vor, wenn du weißt, der Vater hat nur noch wenige Tage, nur noch wenige Stunden? Wie macht man das? Welche Gespräche führt man mit dem? Lacht man mit dem? Weint man mit dem? Redet man alles nochmal durch? Wie macht man das? Wir haben zum Schluss über Fußball geredet. Das war Samstagnachmittag und wir haben über Fußball gesprochen, weil der VfB Stuttgart spielte zu Hause. Und das ist schön. Das war bis zum Schluss, war es voller Leben, war es voller Lachen. Am Tag davor waren viele Mädchen, also viele Damen in seinem Zimmer. Und mein Vater hat noch so gescherzt, mein Gott, vier Frauen auf einmal. Um Gottes Willen, dafür bin ich zu alt. Also es war Leben drin, es war Leben drin, es war Lachen drin. Und das war mein Vater. Der hat es bis zum Schluss in der Hand gehabt. Der hat alles geklärt, der hat alles erledigt. Der war so im Reinen, in dieser Ruhe, in diesem wunderbaren Seelenfrieden. Und das hat uns alle sehr getröstet, weil wir haben wirklich die Chance gehabt und das ist auch ein großes Geschenk. Es gibt Menschen, die sterben einfach. Mhm. Die sind einfach weg und du kannst ihnen nicht mehr das sagen, was du sagen wolltest. Deswegen ist in unserer Familie auch immer wichtig, sich ordentlich zu verabschieden, nie im Streit auseinanderzugehen und das hat uns mein Papa alles beigebracht und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm. Wenn du die Chance hast, dann zwar
zwar Abschied zu nehmen, dann kommt ja trotzdem danach die Frage der Trauer. Gerade lese gelegentlich mal die Apothekenrundschau. Und da stand eine sehr interessante Studie drin. Da stand drin, dass die Hälfte aller Deutschen nicht weiß, wie man mit einem trauernden Menschen umgeht. Erlebst du das auch so? Dass Leute entweder es wegschweigen oder besonders hysterisch sind, besonders fröhlich, so aufgesetzt fröhlich, weil sie wissen, dass du gerade etwas zu bewältigen hast, mit dem sie nicht so richtig klarkommen. Ich habe ja nun viele Menschen auch in der Trauer begleitet und deswegen, es heißt ja auch Trauerarbeit, weil es ist wirklich etwas, was man verarbeiten muss, was jeder Mensch für sich selbst verarbeitet. Der eine versucht es wegzustecken. Wichtig ist für mich, denke ich, damit offen umzugehen. Wichtig ist für mich, einen Menschen auch mal an die Hand zu nehmen. Ich kann einen Menschen dann auch mal in den Arm nehmen. Ich kann auch mit Angehörigen mal weinen, wenn es nötig ist. Ich habe eine wunderschöne Geschichte aus dem Hospiz. Wir hatten ein Sommerfest im Hospiz und es war dort spielte eine Band. Und da war die Hospizleiterin, machte mich darauf aufmerksam, schau mal, das Mädel da, deren Vater ist letzte Woche hier gestorben und die ist heute hierher gekommen, weil viele Menschen hängen ja dann auch an diesem Ort und kommen wieder zurück. Und vielleicht ist das auch gut, dass man sich da begegnet, anderen Angehörigen begegnet. Und irgendwann, wenn du diesen Deutschlandlauf gemacht hast und was der dich vor allen Dingen über dich erzählt hat, würde ich gerne noch einmal von dir wissen, wie legst du dein Geld an? Wie machst du das? Also mein Ziel ist, ich habe zum Beispiel einen Vortrag von Reinhold Messner gehört und der hat zum Beispiel zwei eigene Bauernhofs, wo der komplett Selbstversorger ist. Und ich habe auch einen Bauernhof und langfristig, in nicht viele Jahren, bin ich in der Lage, falls wirklich das Geld nicht mehr wert ist. Kaufst du mir eine Kuh? Nein, ich habe dann halt Möglichkeit, Tiere und halt, wir haben jetzt schon Gemüse und Obst und durch Solar und minimale, sag ich mal, Ausgaben an Nebenkosten halt wirklich in Deutschland, in diesem wunderschönen Land halt zu leben. Und zusätzlich, ich bin keiner, der auf der Börse geht. Ich bin jemand, der sehr konservativ sein Geld anlegt. Ich glaube, in guter Lage Immobilien in Deutschland ist es eine tolle Zeit, halt zu kaufen. Ich glaube, dass man halt sein Geld verdient mit harter Arbeit, so wie ich das mache. Und extrem konservativ und lieber halt von das, was ich tue, auch gut verdient. Und das ist mein Weg. Und komplett bankenfrei. Keine Schulden. Keine Schulden. Das ist der Weg. Und genau auf Punkten achten, Nebenkosten. Dass man genau wirklich weiß, was habe ich eigentlich für Ausgaben. Und Kleinigkeiten wie zum Beispiel, warum muss ich ein neues Auto kaufen? Nein, ein gebrauchtes Auto von ein, zwei Jahren reicht doch vollkommen. Der kostet doch nur die Hälfte. Und viele Sachen. Und es gibt, ein Schelm, wer böse ist bei dieser Bemerkung denkt. Es gibt viele Wege und das ist mein Ziel, einfach komplett frei zu sein. Und ich brauche keinen Luxus, ich brauche kein dickes Auto, ich brauche einfach ein normales Gut. Sagt der Mann, der auf einem Schiff groß geworden ist, dessen Kiel beschwert worden ist mit einer beeindruckenden Münzsammlung von wie viel Gegenwert? 1 Million D-Mark. 1 Million DM. Also 500.000 Euro, so ungefähr. Plus, minus null. Also es war, gut, wir waren früher, wir haben mit der Kelly-Familie, ne, wenn man die noch kennt. Also ich gehörte dazu, ich war eine von... Wir waren sehr viele. Fast 100, nicht 100, aber wir waren 9 oder 12. Und ich war einer davon und ich habe halt irgendwie... Ja, ich habe mich immer gerne um Geld gekümmert. Und das hat mich Spaß gemacht. Man hat mich als klein, und ich sah das immer sehr positiv, heute noch. Ich war der Jude der Familie, der halt immer das Geld gesehen hat und gesammelt hat etc. Und dafür weniger gesungen. Also dafür weniger gesungen? Ja, weil ich das Geld immer sammeln müsste. Zweimal eine Stunde rumgehen mit dem Korb. Ne? Das war 8 Jahre mein Job und später habe ich dann das Glück gehabt. Und Glück zum Beispiel, Sie haben nicht viel Glück, Sie haben Ihren Glück gefordert. Nur wer Glück fordert, bekommt auch Glück. Das ist der Weg. Ich meine, das, was Sie gemacht haben, schaffen, vorbildlich, auch diese Stiftung zusätzlich, das ist absolut Wahnsinn. Also das wirklich, von Sie können viele halt sich abgucken. Das finde ich großartig. Und ich zahle viele Steuern in Deutschland, ja. Und ich bin auch bereit, noch mehr zu zahlen, wenn das so ist. Ne? Aber vielleicht, ich weiß, es gibt einen anderen Weg, wie man halt